Okay. Da bin ich ja mal gespannt, was das wird. Also lesen kann ich das schon mal nicht. Ich habe keine Ahnung, ist das irgendwie so. Okay. Smiesne. Ist das Polnisch oder Russisch? Oder irgendwie sowas? Ich habe keine Ahnung. Ich verstehe das nicht. Guten Morgen, Edus! Alles klar bei dir? Ich hoffe, alles gut. Schon lange nicht mehr gesehen. Oh. Mein Stuhl wieder. Ich bin ja gerade richten. Keine Ahnung, was ich gestern noch da alles gemacht habe mit dem Stuhl. Gut. Okay. Was ist das? Ist das. Ist das eine Sängerin? What the fuck? Was ist lustige Tanzstile oder so? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob der da jetzt, also ob iBeard jetzt schon da ist. Sonst gucken wir dann einfach mal andere Videos. Mein Deutsch ist mal wieder on fleek, ey. Guten Morgen. Ah, Deutsch. Deutsch ist schwere Sprache. Na, Freile. Und bei dir oder bei euch? Ja, alles super. Mein Kopf ist noch ein bisschen mit Wein befüllt von gestern Abend. Ich hatte einen tollen Abend mit Freunden mit Kitschwitsch. Das war awesome. Kitschwitsch. Die ist voll cool, die macht auf Schweizerdeutsch, macht die Kochvideos, aber die gamet auch gerne. Die ist ein richtiger Nerd. Also, gut. Ich denke mal, wir fangen da ist jetzt schon. Die bösesten Bad Boys auf YouTube. Ich finde, das ist ein wunderbarer Anfang. Ne? Gucken wir uns das Video mal an. Vielleicht wache ich und mein Kopf dann wieder Hey, ins ich wollte mir heute Heiklejahr. noch mal dein. Das ist für mich ja der größte von allen Bad Boys und der baddeste und überhaupt. Nee, ich finde den cool. Gestriges Video angucken, beziehungsweise habe es sogar getan. Das ist aktuell übrigens in den Top 10 der YouTube-Trends. Vielen Dank dafür. Vielen Dank für den Support und die fast 10.000 Likes auf dem Video. Oh, ich sehe, es sind sogar schon mehr. Heftig auf jeden Fall. Vielen Dank. Aber als ich auf das Video gegangen bin und es mir ansehen wollte, kam Werbung für TikTok. Inklusive Musical.ly. Was? TikTok? TikTok? Inklusive Musical.ly. Was soll das? Es gab ja auch nicht Vidme inklusive YouTube. Wobei das vielleicht besser gewesen wäre. Aber ich habe dann ein bisschen recherchiert und herausgefunden, Musical.ly gibt es gar nicht mehr. Oh nein! Ja, so habe ich ungefähr auch reagiert, als ich das gehört habe. So. Okay. Und in China ist ein Sack Reis umgefallen. Ah, ne, warte, TikTok ist ja chinesisch. Ah! Ne, die haben ja Musical.ly aufgekauft. Aber ja, es ist echt. Wow. Weil ich habe das Musical.ly-Dings nie verstanden. Warum macht man das? Ja. Tragisch. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Musical.ly ist Geschichte. Hello, darkness, my old friend. Ja, damit sind scheinbar alle großen Influencer arbeitslos. Dass das überhaupt ein anerkannter Beruf war. War er das überhaupt? Nee. Wenn man sich die Veranstaltung und Preisverleihung in der Influencer-Szene angeguckt hat, ja, Mike Popo-Gesicht. Influencer und Musical.ly-Star. Tolle Berufsbezeichnung. Aber hey, wenn man sonst nichts kann, dann bewegt man einfach seine Lippen zu Popmusik. Woo! Super Talent! Grandios! Subi! Tibi Top! Aber so ein bisschen werde ich Musical.ly doch vermissen. Hm, 6,7 Millionen Aufrufe. Vielleicht lohnt es sich einfach mehr, schlechte Musical.ly zu machen. Oder generell schlechten Content. Vielleicht sollte ich es doch mal runterladen. Das sieht eigentlich ziemlich lustig aus. Also ich habe es ja schon mal einmal ausgetestet. Ich musste es runterladen für meine Arbeit. Ohne Scheiß. Ich habe eine Nachricht bekommen.
lustig. Guck ich mir später an. Ich meine, hey, das gibt ziemlich viele Likes. Mhm. Wobei man dann wahrscheinlich... Likes, es gibt Likes, ich muss das haben, ich muss das machen, es gibt Likes. Oh mein Gott! Ich auch damit leben muss, dass die Kommentare abgestellt sind, weil man sonst ziemlich beleidigt wird. Ach, das Internet. So ganz hatte ich das Konzept von Musical.ly aber nie wirklich für mich verstanden. Gut, okay, ich stelle es mir eigentlich ganz spaßig vor, das zu machen. Und manche von denen haben sich tatsächlich auch ganz coole Choreografien ausgedacht. Und die wollen bestimmt ja auch alle Tanzlehrer mal später werden. Aber wie kann man Leute, die nur sowas machen... Despacito, Despacito. Wie kann man sowas ernsthaft feiern? Ich meine, man weiß ja nicht mal, ob die überhaupt cool sind, weil die nie irgendein Wort geredet haben. Könnte man sagen, es ist eine sehr oberflächliche App, wo es nur darum geht, wie man aussieht? Vielleicht. Und zum Glück hat das ganze Musical.ly-Kapitel jetzt ein Ende gefunden. Nach Wein und Schüler-VZ, es tut immer noch im Herzen weh, ist nun noch Musical.ly-Geschichte. Oh, nee. Moment. Das bringt uns zurück zum Anfang. TikTok inklusive Musik. Das heißt TikTok. Also es ist mir eigentlich egal, wie es heißt, aber das steht doch ein O und kein A, Mensch. Kelly, es wird einfach weiter existieren. Nur unter anderem Namen. TikTok ist eigentlich genau das gleiche. Nur mit ganz vielen Asiaten. Ob die auch so komische Sachen machen wie wir? Na, Despacito. Scheinbar werden jetzt alle Musical.ly-ens Tic-Tacs? Musical.ly-ens, das habe ich auch noch nie gehört. Das finde ich gut. Das heißt TikToks. Oder wahrscheinlich heißt es dann jetzt TikToker. Von einem User zu einem TikToker. Okay. Auch nicht besser. Ganz, ganz schwaches Wortspiel. Aber ich werde in meinem Herzen immer Musical.ly-en bleiben. Und damit die Leute auch wissen, welcher geilen Lied-Lippen-Synchronisations-App... Einer der besten Arbeitgeber des 21. Jahrhunderts... ...welche App in meinem Herzen schlägt, sagt man das so, werde ich das natürlich auch nach außen hin immer zeigen. Gut, dass es bei Amazon diese coole Musical.ly-Cappy gibt. Perfekt für mich. Und auch noch so hübsch. Hittings, ja, auf Musical.ly Fan Adjustable Mesh Trucker Caps hat pink. Eine pinke Trucker Cap mit Musical.ly Logo mit Hundefilter drauf. Für nur schlappe 10 Euro. Ein Musical.ly Logo mit Hundefilter. Ich glaube, mehr 2017 geht gar nicht. Aber vor allem... Oh Mann. Das schreit für mich so nach 11-jährige Mädchen, es tut mir leid, aber das ist für mich die Versinnbildlichung eines Kleidungsstückes eines 11-jährigen Mädchens. So. Wenn ein 11-jähriges Mädchen ein Kleidungsstück wäre, dann wäre sie diese Cap. Genau. Die Mütze ist praktisch. Wenn ihr draußen rumlauft, wisst ihr auf jeden Fall. Okay, damit werde ich garantiert verhauen. Aber hey, must-have headwear. Oh mein Gott, diese Headwear muss ich unbedingt haben. Das habe ich mir natürlich gedacht. Wenn ihr euch das auch denkt, gibt es natürlich den Link dazu unten in der Videobeschreibung. Falls ihr auch mal eine coole Must-have-Cappy tragen wollt. Um die letzten Momente von Musical.ly noch einmal in dieser Welt zu genießen, ehe wir dann wirklich alle Tic-Tacs werden. Und vielleicht bleiben wir dann auch in Zukunft von sowas verschont. Damit du Cosita. Nein, ist noch nicht besser geworden, tut immer noch weh. Ich hasse ihn gerade ein kleines bisschen für das. Warum tust du mir das an? Zum frühen Morgen, ey. Ich glaube, das war der eigentliche Auslöser für das Ende. Da haben die Leute gemerkt, komm, weg. Was ist aber eure Meinung zu dem Musical.ly aus? Schreibt es mal auf jeden Fall unten in die Kommentare. Und ich bin auf jeden Fall auch gespannt auf eure Meinung zu der geilen Musical.ly-Mütze. Schade, dass es die nicht bei mir im Shop gibt. Ärgerlich. Wenn euch das Video gefallen hat, vergesst auf jeden Fall nicht, eine positive Bewertung dazulassen. Hilft mir auf jeden Fall sehr viel. Abonniert diesen Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt, hier oder unter dem Video. Hier gibt es noch ein weiteres Video für euch. Mir ist nicht mehr zu helfen, sorry. was hältst du von Marihuana? Ist noch gerade ein bisschen früh für Marihuana, finde ich. Also... Ja, es ist noch nicht mal 10. Weißt du, was ich meine? So, mein Mann, wir haben heute ganz viele Themen, denn es ist sehr viel passiert. 10 Minuten! Wow, okay,
wow, das ist ein ultralanges News-Time-Video, Alter Schwede. Und wir fangen auch Digga. Gleich an, der YouTuber-Tanzverbot wurde gehackt. Betroffen ist sein Instagram-Account. Der Instagram-Account von Tanzverbot ist nun nicht mehr zu erreichen. Tanzverbot soll wohl nun sogar erpresst werden. Also von ihm wird Geld gefordert, damit er seinen Instagram-Account wieder Krass. Zurückbekommt. Gerade ist etwas passiert. Voll übel. So an die Öffentlichkeit bringen. Ich würde sterben, wenn mir meine Accounts gehackt würden. Das wäre, oh mein Gott, ich meine, das ist mein Leben. Oh mein Gott, bin ich ultra erschrocken. Twitch Isabella, hi! Und vielen Dank für deinen Follow, es freut mich mega. Ja, ich habe gerade voll lauter Schreck mein Handy weggelegt. Was habe ich eigentlich gemacht mit dem Handy? Ich weiß es nicht. Ich wüsste nicht, was ich tun würde, wenn mir meine Accounts gehackt würden. Das wäre mein Untergang. Ich möchte, weil ich nicht weiß, wie ich mir sonst anders helfen kann. Und zwar, um es ganz kurz zu fassen, mein Instagram-Account wurde gerade gehackt. Das Problem, Tanzverbot und sein Onkel, der zugleich auch sein Manager ist, die hatten eine Verifizierung beantragt, also dieses Häkchen nach dem Namen. Und Tanzverbot hat dann eine Nachricht gekriegt, dass er seine Zugangsdaten auf einer Instagram-Webseite angeben soll, um halt diese Verifizierung zu bekommen. Das Problem hieran, diese Webseite gehört gar nicht Instagram, sondern diese Webseite gehört Fischern. Also Tanzverbot ist einer Phishing-Seite zum Opfer gefallen. Diese Seite sah verdächtig aus nach einer offiziellen Instagram-Seite. Das Problem hieran, die Domain zum einen hieß help-instagram.com, aber dieses I bei Instagram, das war kein I, sondern ein kleines L. Und Tanzverbot ist dann unter anderem auch deswegen darauf reingefallen, weil diese Seite auch ein sogenanntes SSL-Zertifikat hatte, also eine HTTPS-Verschlüsselung. Und für den Laien wirkt das dann erstmal wie eine seriöse Webseite. Klar. Ich glaube, da würde fast jeder reinfallen. Scheiße, ist das nervig. Dabei ist es relativ simpel, ein SSL-Zertifikat zu bekommen. Da gibt es so gut wie überhaupt keine Anforderungen. So, und hier hat dann Tanzverbot seine Zugangsdaten eingegeben und inzwischen hat Tanzverbot keinen Zugang mehr auf seinen Account. Tanzverbot hat ein Hilfevideo auf seinem YouTube-Kanal hochgeladen. Also ich kann auch hier dazu nur aufrufen, sollte jemand irgendwie Kontakte zu Instagram haben, dann wäre das richtig lieb von euch, wenn ihr vielleicht Tanzverbot da ein bisschen helfen könntet. Ich hoffe jedenfalls, dass sich die Sache löst und dass Tanzverbot bald seinen Account wieder hat. Und wir gehen direkt zum nächsten Thema. Der YouTuber Leon Mascher wurde vor einer ganzen Weile zu einer Geldstrafe von 32.500 Euro verurteilt. Sind es nicht sogar 37.000 oder so? Das haben wir doch gestern geguckt, ne? Halt. Hintergrund hiervon war, dass Leon Mascher ein unangekündigtes Fantreffen gemacht hatte und dort angeblich Polizisten beleidigt haben soll. Jetzt kann man eigentlich auch das angeblich streichen, denn das Urteil ist jetzt verbindlich rechtskräftig. Leon Mascher hatte Einspruch gegen den Strafbefehl eingelegt. Dem Einspruch wurde nicht stattgegeben. Seinerzeit hat die Verhandlung ohne Leon Mascher und ohne den Anwalt von Leon Mascher stattgefunden. Leon Mascher hatte sich damals wegen Brechdurchfall entschuldigen lassen. Ganz aktuell hat Leon Mascher einen weiteren Strafbefehl am Laufen. Hier geht es um über 37.000 Euro wegen Amtsanmaßung. Hier wird es interessant sein, ob Leon Mascher dagegen auch Einspruch ein... Ist das noch zusätzlich? Oh mein Gott! Hallo Ryan McGinley 16! Guten Morgen und herzlich willkommen bei mir auf meinem Stream. Legen wird und ob diesem Einspruch stattgegeben wird oder nicht. Bei dem ersten Fall kann man jetzt sagen, Leon Mascher muss das Geld bezahlen. So, und wir kommen zum nächsten Thema. Der YouTuber Axel hatte ja eine neue Freundin und diese Beziehung ist dann auseinandergegangen, beziehungsweise die beiden haben sich getrennt, weil die neue Freundin von Axel Drohungen aus Teilen der Community von Axel bekommen hat. Aber du hast so persönlich nichts gegen Marihuana und es ist nie zu früh in den Ferien. Oh. Ja, gut. Battle King. Also ganz ehrlich, ich muss sagen, ich habe nichts gegen Marihuana. Es ist mir egal. Die Leute, die das konsumieren wollen, die sollen das konsumieren. Ich habe nur was gegen Marihuana, wenn die Leute das Minderjährigen oder so andrehen wollen. Aber ich, ganz ehrlich, Marihuana kann auch sehr nützlich sein. Es wird ja auch zu medizinischen Zwecken eingesetzt. Also ich fand auch, also zum Beispiel... In den Altenheimen und Seniorenheimen und so wurde das ja, also wurde Marihuana ja in Form von irgendwie Kissen oder so den alten Leuten gegeben, damit, weil es schmerzlindernd ist. Und als das dann verboten wurde, da kann man sich ja nur an den Kopf langen, ne? Weil es ist so dumm. Also wenn das den alten Menschen hilft und die sich dann nicht die ganze Zeit chemische Medikamente reinschaufeln müssen, finde ich das doch voll in Ordnung. Also, und auch so, ich meine, ich finde es nicht cool. Ich habe einen Mitschüler gehabt, einen Kommilitonen im Studium, genau. Der hat sich halt einfach wirklich
Ah, und in der 8. Klasse hatte ich auch einen Kollegen in der Schule. Die zwei, die haben sich halt einfach wirklich das Erste, was sie morgens gemacht haben, ist ein Joint geraucht und die haben sich halt wirklich komplett den Kopf damit weggeballert, ne? Und das finde ich dann nicht cool. Aber das hat ja nichts mit Marihuana an sich zu tun, sondern mit dem Konsumverhalten desjenigen. Und deswegen kann ich sagen, ich finde es jetzt nicht scheiße oder so, überhaupt gar nicht. Es haben vereinzelt Leute ihr Morddrohungen geschickt. So, und dann hat diese Beziehung schlussendlich 2, maximal 3 Tage gehalten. Ja, oh mein Gott. Leute, Dankeschön, ihr habt es geschafft. Ein paar von euch. Ich war noch nie so schnell Single. 2 oder 3 Tage waren wir jetzt zusammen. Das habt ihr auf jeden Fall ehrenhaft gemacht. Ist hier, keine Ahnung, der Axel, der ist fett und hässlich. Der darf keine Freundin haben, die unter 100 Kilo wiegt. Die muss ja irgendwas Schlechtes wollen von dem. Die ist ja dünn und hübsch, die muss den ja verarschen. Und dann halt ohne irgendwelche Beweise, ohne irgendwelche Screenshots oder irgendwelche Beweise, halt irgendwelche Behauptungen. Probier Emmy Café Latte. Willst du mich verarschen? Ich will keine Werbung haben. Mensch, oh, es geht jetzt schnell. Ihr Morddrohungen schicken, ja, und was weiß ich, ihr habt die belästigt. Wirklich, also, ich habe das ja nicht mal öffentlich gemacht. Die wenigsten wussten, dass ich eine Freundin hatte, die wenigsten. Ich habe das ja nicht mal großartig an die Glocke gehängt oder gehangen oder keine Ahnung, mir scheißegal gerade. Ich bin gerade erregt, aber halt richtig unsexuell. Scheiße, das glaube ich, das ist so assi, Mann. Lass dem Mann doch seinen Spaß, ey. Battle King, genau. Und in Bluthochdrucksmedikamenten wurden krebserregende Substanzen entdeckt. Fuck die Pharmaindustrie. Ja, aber das ist ja echt so, ne? Also, ich sage immer, alles, was chemisch ist, ist. Nee, das nicht. Aber wenn du. Also, ich wollte sagen, alles, was chemisch ist, ist scheiße, aber ist ja eigentlich nicht immer so. Aber wenn du was. Oh. Sie selber hat es nun auch auf Instagram. Wo war das? So. Fuck. Und wenn du natürlich dir helfen kannst, indem du natürliche Produkte zu dir nimmst, statt Chemie, dann ist es immer besser, finde ich. Und das wird schon wieder. Irgendwie wird es wieder. Und wir kommen zum nächsten Thema. Aktuellen Medienberichten zufolge, und auch sie selber hat es nun auch auf Instagram bekannt gegeben, wird Katja Krasavitsch beim nächsten Promi Big Brother dabei sein. YouTuber bei Promi Big Brother sind keine Ausnahme. Ihr erinnert euch vielleicht noch, dass Aaron Troschke selber auch mal bei Big Brother gewesen ist. So, und jetzt. Ich konnte das nie verstehen, dieses Big Brother-Dings. Wie kann man sich sowas antun? Also, schon allein das Zuschauen tut meinem Kopf weh. Trifft es Katja Krasavitsch. Katja ist für einen ziemlich provokanten Content-Stil bekannt. Sie wird immer wieder auch dafür kritisiert, wie freizügig sie doch auch immer in ihren Videos ist. Und jetzt wird es interessant sein. Die Freizügigkeit würde ja gehen, aber die Frau ist sau dumm. Wie diese gesamte Konstellation um Katja Krasavitsch herum bei dem neuen Promi-Big Brother ankommen wird. Ich weiß gar nicht, ob ihr überhaupt so etwas schauen wollt. Ich weiß, vor einigen Jahren, da war Big Brother noch relativ beliebt. Das hängt jetzt aber auch schon gefühlt 20 Jahre her, sag ich mal. Und inzwischen ist das jetzt auch nur noch eine Randerscheinung des Fernsehens geworden. Zum Glück, Katja soll dem Ganzen wohl ein bisschen mehr Leben verleiben, weil sie schafft es immer wieder auch für Aufmerksamkeit zu sorgen. Und ich denke mal, das werden sich die Senderchefs oder die Verantwortlichen von diesem Format auch gedacht haben, weswegen sie jetzt nun auch dabei sein darf. Wir können davon ausgehen, dass sie eine gewisse Gage auch dafür bekommt, dabei zu sein. Und wir gucken einfach mal, wie das Ganze weitergeht. Und wir kommen zum nächsten. Ist die Frau nicht ultra prüde? Ich dachte mal gehört zu haben, dass sie mega prüde ist. Also es nimmt mich schon Wunder, wie das da ausgeht, ehrlich gesagt. Entweder die Schauspieler so dermaßen gut, dass sie das eine Woche oder wie auch immer, wie lange das dauert, dieses Promi Big Brother Dings. Oder sie schafft's nicht und da kommt's raus, dass sie eigentlich ultra prüde ist. Oh Mann, ey. Nächsten Thema. Der YouTuber Montana Black sorgt momentan für Aufmerksamkeit auf Twitter. Es gab einen gewissen Austausch, den darf ich euch nicht vorenthalten. Okay. Hat eine Person geschrieben, rechts wie normale Menschen sitzen, links wie Männer sitzen. Gut, über den Tweet alleine kann man sich schon streiten. Ich meine, normale Männer, die darf man auch noch mal zumindest zum Teil als Menschen bezeichnen. Männer sind doch keine normalen Menschen. Was fällt dir ein, Mister? Das ist nicht wahr. Männer sind keine normalen Menschen. Nein, ich weigere mich, das zu glauben.
Gut, aber das Ganze ging weiter. Montana Black hat dann darauf geantwortet: Dämliches Weib, such dir Hobbys und zu Hause bist du die, die ihre Beine breit macht. Und das Ganze hat unglaublich viele Likes und Retweets bekommen. Inzwischen wurde dieser Tweet gelöscht. Finn von Ultralativ hat diesen Tweet mit den Worten gesichert und da ist der Tweet auch schon gelöscht für die Nachwelt. Und dann hat er nochmal die Screens geteilt. Und hier hat noch eine weitere geschrieben: Komm mal runter. Und Montana Black hat dann darauf geantwortet: Stehst du nackt vor meiner Tür? Oh, aber ganz ehrlich, ich finde die Antwort gut. Das ist doch mal ein Twitter-Arm vom Allerfeinsten. Nice. Hier geht auf jeden Fall die Shobi-Medaille an meinen guten Freund Montana Black. Keine Ahnung, Monte. Da hast du mal wieder einen abgeschossen und hast es damit hier auch in die News geschafft. Find's geil. Wir müssen nicht darüber streiten, dass man Männer jetzt nicht unbedingt als nicht normale Menschen bezeichnen sollte. Ich denke mal, ein Großteil von euch werden auch Männer sein und sagen wir mal, Männer sind in gewissem Sinne besondere Menschen. Das kann man vielleicht auch so festhalten. Ähnlich wie vielleicht auch Frauen. Naja, gut. Ich versuche mich jetzt auch in keine Ecke reinzureiten, aber ich fand das mal ganz interessant, dass wir das jetzt auch einfach mal dokumentarisch aufbereiten. Schon wieder! Und gut, der Tweet von Montana Black ist jetzt gelöscht. Das Ganze hat jetzt für viel Furore gesorgt auf Twitter. Montana Black wurde dafür auch kritisiert, für das, was er geschrieben hat. Warum? Ich finde die Antwort, sorry, ist wie dumme Frage, dumme Antwort. Ich feiere das voll. Ich finde es richtig, dass er so geantwortet hat. Ich meine, sorry, aber ich finde es voll gut. So. Das musst du jetzt ertragen. Ich hätte dann noch Fischkopf dazu geschrieben, es ist halt scheiße, nicht real, nicht ehrlich, nicht lustig, es ist einfach nur scheiße, ja, aber Sinn für Humor, ist ja nicht ernst gemeint. Wir haben im Internet die Aufgabe, solche Kommentare eben nicht zu verharmlosen, damit sich mal was tut. Ja, also ihr seht, das Ganze ist durchaus umstritten, diese gesamte Auseinandersetzung, und da kann sich jeder gerne selber so positionieren. Also ganz ehrlich, wenn das als Twitter-Beef bezeichnet wird, dann möchte ich nicht wissen, was er dazu sagen würde, wenn er mal die Twitter-Diskussionen, und das sind wirklich brutal übelst lange Diskussionen, die gehen teilweise 2, 3, 4 Tage in unserer E-Sport-Szene in der Schweiz anguckt. Oh mein Gott, die sind nämlich heftig. Da wird so ultra übel gedisst, ey. Mann, das ist ja harmlos da. Funktionieren, wie er möchte. Ich finde die Auseinandersetzung an sich ziemlich dämlich, allgemein. Also es ging schon los, dass man Männer nicht als normale Menschen bezeichnet. Und dann natürlich das, was Monte geschrieben hat, da brauchen wir, glaube ich, auch nicht lange drüber verlieren. Das war ein klassischer Montana Black Shovi-Kommentar vom Allerfeinsten. Damit hat es Monte hier einfach mal in die News geschafft. Und wir kommen direkt zum nächsten Thema. Die Jungs... Was, Trump? Ich folge dem nicht. Ich finde so dumm, ey. Also darf ich das sagen? Ich weiß es nicht. Was, wieso, was hat er geschrieben? Das vor 9 Stunden? Jenna Ellis, FBI thought they wouldn't get caught because they thought... Oh mein Gott. Mein Hirn schmerzt bei diesem Satz und ich bin nicht mal Native English Speaker. Weißt, wisst ihr, was ich meine? Because they thought that Hillary was going to win. There is over... Was? There is overt bias? Was ist das? Okay. And that depends on whether you are Democrat or a Republican. A double standard needs to stop. Ist das noch Englisch? Okay. Wow. Also eigentlich müsste ich dem schon fast folgen, einfach nur zum Lernen, wie man nicht Englisch schreibt. Nee, ich meine im Allgemeinen, er ist behindert, der Typ. Mit seinem You are fired. Ach so, ja gut. Der ist sowieso total... darf man das sagen? Im Internet, so live, so über politische Persönlichkeiten? Wir wissen, also ganz ehrlich, nee, der ist nicht mehr ganz richtig im Kopf. Ich verstehe nicht, wie so einer Präsident werden konnte. Echt nicht, ey. Das ist nicht normal. Oh, aber ich wette mit euch, das war schon bei Bush so. Bei George W. Bush, genau. Auch der wurde noch ein zweites Mal gewählt. Ich könnte mir vorstellen, dass Trump
ohne Scheiß noch ein zweites Mal gewählt wird. Da fällt mir doch glatt mein Fächer runter. Von Simplicissimus haben nun ihr Beichtstuhl-Exposed-Video wieder online gestellt. Begründung war davon, dass... du wirst direkt vom Geheimdienst mitgenommen, wenn du was Schlechtes über Trump sagst. Beichtstuhl ein Interview mit dem Musiker und YouTuber Mois geführt hatte. Angeblich soll es sich hier beim Beichtstuhl gehandelt haben. Also es gibt jetzt keinen wirklichen Beweis, aber die Stimme war halt verzerrt und man musste davon ausgehen, und dann, das nehme ich dem Mois auch einfach mal ab, dass es sich hierbei um Beichtstuhl gehandelt hat. Und Beichtstuhl hat gesagt, dass er keine juristischen Konsequenzen irgendwie einleiten möchte, dass er uns alle irgendwie nicht verklagen möchte und dass das mit dem Geschäftspartner, also was der Geschäftspartner von ihm gesagt oder geschrieben hatte, nämlich, dass wir alle verklagt werden, das wäre nicht mit ihm abgestimmt gewesen. Und aus diesem Grund hat dann Simplicissimus, oder haben dann die Jungs von Simplicissimus dann das Exposed-Video vom Beichtstuhl wieder online gestellt. Also wir bleiben auf jeden Fall bei diesem Thema dran. Es ist doch so vieles passiert. Die Jungs von Simplicissimus bleiben an dem Thema dran. Auch ich bleibe an dem Thema dran. Mich haben auch sehr viele Informationen in Bezug auf Beichtstuhl erhalten. Und wir werden auch nicht locker lassen. Und wir werden uns auch nicht einschüchtern lassen, um das auch nochmal in aller Deutlichkeit zu sagen. So, und wir kommen zu einem ganz anderen Thema. Ich habe gerade eine E-Mail von Twitch bekommen mit einer Einladung, ob ich nicht Affiliate-Partner werden möchte. gucke ich mir dann nachher an. Fand's nur lustig irgendwie, dass es gerade jetzt kommt. Und Leute, ey, ohne Scheiß, wir haben doch gerade gestern über das Thema gesprochen, Körper und perfekt sein und pipapo und abnehmen müssen. Ich habe heute früh, hatte ich eine Nachricht auf meinem Handy von einem, von einem Fotografen, der seine Videos auf Instagram stellt, der auch so Travel-Blogs, also Vlogs, alles Instagram-Fotos macht. Der hat mir auf meine auf ein Foto geantwortet, so, hey, siehst gut aus, hast du abgenommen? Und ich dachte mir nur so, what the fuck, muss ich jetzt dünn sein? Oh mein Gott, oh. Battle Gang, dankeschön für dein Follow. Ich dachte mir nur so, ist es dein fucking Ernst? Darf man nicht einmal mehr normal aussehen, um gut auszusehen? Muss man gleich abgenommen haben oder was? Also echt, ich habe mich ein bisschen aufgeregt darüber, weil ich mir echt so dachte, so, ist das noch normal heutzutage? Ich darf doch auch gut aussehen mit ein paar Kilo mehr, echt. Tschüss Battle King, ja, vielen Dank für den Follow und dann wünsche ich dir einen guten. War ein cooler Aufwachstream, danke, das freut mich mega. Gibt's übrigens, ab jetzt sollte es, ist auf meinem Plan, jeden Mittwoch und Freitag. Also kannst du gerne immer mal wieder reinschauen. Ich würde mich sehr freuen, dich mal wieder da zu sehen. Moin, oh Gott. Fortnox, deine Schrift ist bei mir hellgrün. Ich kann das fast nicht lesen. Guten Morgen, Fortnox, ich hoffe, dir geht's gut. Und Spoof. Spoof? Ja, Spoof. Spoof finde ich ein cooler Name. Bin noch in der Aufwachphase. Ja, mir geht es tatsächlich jeden Morgen so, ganz lange. Ich brauche ungefähr 2 Stunden, um wach zu werden. Ohne Scheiß, auch wenn ich Kaffee habe. Schön, dass ihr hier seid. Guten Morgen. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen. Und wünsche euch viel Spaß mit meinem kleinen Guten Morgen. Kaffee-Livestream-Reaction-Stream, so, ja. Der YouTuber Gamomat hat vor einigen Tagen ein Video veröffentlicht, in welchem er darauf eingegangen ist, was er gerade für Probleme hat. Und das war ein durchaus emotionales Video, das ist mir richtig nahe gegangen. Hier hat er davon gesprochen, dass er in einer privaten Krankenversicherung gewesen ist. Diese Versicherung hat ihn nun rausgeschmissen, weil er angeblich nicht angegeben hat, dass er eine chronische Erkrankung hat. Und nun kommt das Ganze noch viel dicker. Diese Versicherung fordert von ihm 11.000 Euro. Was ich ganz klar sagen muss, Gamomat hat in seinem Video nicht dazu aufgerufen, irgendwie zu spenden oder sonst irgendetwas, sondern er wollte einfach nur ein Update bringen. Und das Video ist jetzt leider nicht mehr online. Warum das Video nicht mehr da ist, weiß ich nicht. Aber ich wollte es nicht verheimlichen, was da nun auch passiert ist. Mich haben so viele Leute angeschrieben zu diesem Thema. Ich habe selten so viele Nachrichten gekriegt, dass ich über etwas reden soll, wie über das Thema mit Gamomat. Ich kann leider nur noch aus dem Gedächtnisprotokoll wiedergeben, was er dort gesagt hat. Das Video war durchaus umfangreich, aber es war in jedem Fall eine Information auch an die eigene Community, dass sie wissen, was los mit ihm ist. Also Gamomat hat dort ziemlich am Ende gewirkt. Ich wünsche ihm einfach nur das Beste
und hoffe, dass sich diese gesamten Problematiken, die sich da ergeben haben, wieder einrenken lassen. Und ich bedanke mich für jegliche Form der Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Morgen, Mittag oder Abend. Bewertet ruhig das Video und bis zum nächsten Mal. Ja. Ich hatte auch mal Ghetto mit meiner Krankenkasse. Das ist echt nicht cool. Das wünsche ich echt niemandem, aber ja, vor allem, sowas kann sich echt über ein Jahr, also bei mir hat es sich über ein Jahr hingezogen. Das ist echt richtig, richtig kacke, ey. Das war, ich meine, wenn das dann noch zu einer chronischen Krankheit dazu kommt, die einem noch so, also sonst schon belastet, ey, boah, das möchte ich mir gar nicht vorstellen, ey. Yeah, englisches Video, back to school, versus adult versus kid. Gehen. Doch, Erwachsene können auch zur Schule gehen, doch. Mom, I need a 64-pack of crayons with a sharpener in the back. Yeah, Mom, I'm gonna need you to transfer a lot more money into my account. Oh mein Gott, das ist so wahr. Jeder, der vor allem mit dem eigenen Geld Schulbücher kaufen muss, weiß, wie es sich anfühlt, weil diese Sachbücher, die du sowieso während deinem ganzen Studium nie lesen wirst, schweineteuer sind. Spoof, Krankenkassen schwimmen im Geld und dann sowas. Ja, das ist echt so. Die machen ja immer mega Gewinn irgendwie. Monkey, dein Gesichtsausdruck. Ja, von denen wirst du hier wahrscheinlich noch mehrere sehen. Meine Mimik, wird mir immer gesagt, ist sehr ausgeprägt. Und ja, guten Morgen überhaupt mal. Feine. Oh, ich will auch so ein Overall, das war cool. I'm gonna look so cool on the first day of school. Ich kann mich noch mega gut erinnern, was ich an meinem ersten Schultag in der ersten Klasse angehabt habe. Und zwar, ich war so stolz, dass ich hatte eine Hose, die war weiß und hatte so tropische Blätter mit bunten Papageien drauf. Also nicht so fancy bunt, sondern, danke Monkey für deine Folge. Da waren so, also es hat schon realistisch ausgesehen, aber ich fand die Hose so toll. Und die Hose, das war eigentlich so eine mega schicke Hose und ich wollte die unbedingt anziehen an meinem ersten Schultag. Ja, und dann, ich durfte das dann auch und dann war ich mega stolz und habe mich mega toll gefühlt und das hat meinem Selbstvertrauen, was ich sowieso schon en masse besitze, noch einen extra Boost gegeben. Ich fand das mega. Ich weiß nicht, könnt ihr euch noch erinnern, was ihr angehabt habt an eurem allerersten Schultag? Monkey, alles klar, das finde ich gut. Ich liebe Gesichtsgrimassen, das könnte ich gut verstehen. Nice, das ist natürlich toll. Spoof nennt man Gesichts... Was? Entgleisung? Gesichtskirmes. Ja, Gesichtskirmes, das passt definitiv sehr gut. Denke ich mal. This is fine. Text me. Yeah. No way! Ew! Dude, it's been 2 seconds! No, ew! Hauptsache nochmal drauf. My favorite! Thanks for breakfast, Mom! Sorry. Can I get a venti triple shot, double down, mix it around, bring it back home, iced coffee? Just in time for the bus. Over here. Oh, is this a parking spot? Goddamn smart car. Hey, yo, you leaving? I need parking! Megan, Taylor, we're in the same math class. Let's go play force. Oh, das, ich liebe das. Ich fand das immer so toll. Ich mochte die Schule ja echt gerne. Auch wegen den Freunden und so, dass man eben die wieder sehen konnte. Und ich finde diese Begeisterung von Kindern so schön, weil die so, sich so ehrlich begeistern können. Ich finde das toll. Ich finde ehrliche Begeisterung finde ich schön, auch wenn es manchmal komisch ist. Oder cringy, ich weiß nicht. Monkey, ich bin beim ersten Schultag, hatte ich eine rote Fliege und ein kariertes Hemd an. Wirklich, ist ja ultra geil. Mit Fliege, sehr nice. Finde ich geil, hat Stil. Woo!
Please don't talk to me. Please don't talk to me. Hey, aren't you in a chem for your one class? I trade you my gushers for your fruit roll-up. No way. A fruit roll-up is worth at least a gusher and a cookie. Nuh-uh. Yeah, how many packs of ramen can I get with this? Oh, man. Call me! Half off gym memberships. Kobe! Four times three is 12. Two times five is 10. Six times three is 18. I done my homework! Okay, so today on the syllabus, I gotta do chapter 12, chapter 14, chapter 15. Chapter 21, chapter 26, chapter 29, 30, 31, 32, 33, 40 to 50. Cool. Right after the show. I can't wait to do this again tomorrow. Mmm, grape. My favorite flavor. Ugh, I can't believe I have to do this all again tomorrow. Alter, der Witz ist ja, wenn du als Erwachsene noch, also wieder noch zur Schule gehst, dann machst du das ja freiwillig. Also verhalte dich nicht so, okay? Wir alle machen das freiwillig, wenn wir uns weiterbilden. Monkey meint, danke, ich habe früher immer eine Fliege an. Ist das cool? Meine Mutter wollte mich zu einem Gentleman machen. Also, aber durftest du dann auch nicht irgendwie so im Dreck spielen oder so? Weil das gehört dann schon irgendwie zur Kindheit dazu. Ich meine, es gibt ja dann diese Mütter, die mega sauer werden, wenn die Klamotten vom Kind schmutzig sind. Und das finde ich dann wiederum auch nicht cool, weil Kind ist Kind. Lass ein Kind Kind sein. Lass es sich Erfahrungen machen mit Dreck und Schlamm und überhaupt. Und ja. Haha, das kenne ich mit dem Korb werfen. Ja, das geht mir immer so. Mm, grape. My favorite flavor. Ich mag keine Rosinen, aber so sind sie toll. Hi, if you like this video, make sure you give it a big thumbs up. And if you don't, you're gonna hurt my feelings and I'm gonna tell my mom. My last video is right over there. My second vlog channel is right over there. Make sure you subscribe. Oh mein Gott. Die ist ja noch hyperaktiver als ich. Oh, holy shit, ey. Und ich dachte immer, ich sei hyperaktiv. Und was gibt's denn da noch so zu gucken? Gibt's da noch was? Wir gucken uns nachher mal so ein paar Fail-Compilations an. Das ist auch immer lustig. Ich dachte gerade, das ist jetzt eine Spinne da oben, aber nee, ist nicht so, zum Glück. Ja, ich wollte, also manchmal, ich wollte Dreck spielen, aber immer heimlich, wenn meine Mutter nicht dabei war. Eben, das fand ich dann so krass, ne? Das ist halt so, ne? Irgendwie, man will doch im Dreck spielen, so, nicht? Ne? Hallo, ihr Hübschen, und erstmal ein fettestes, vielen lieben Dank, Dankeschön an die ganzen neuen Kanalmitglieder. Vielen Dank für euren krassen Support. Schade eigentlich, dass ich nach so einer Feel-Good-Community-Ansage nur beschissene Nachrichten erstmal habe. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ich innerlich und äußerlich ausgerastet bin bei der folgenden Story. Denn hier in Deutschland, genauer gesagt in der Nähe von Freiburg, wurde nun einem Elternpaar der Prozess gemacht. Genauer gesagt der Mutter des heute 10-jährigen Sohns und ihrem neuen Lebensgefährten. Weil sie ihren Sohn nicht nur selbst misshandelt und missbraucht haben, sondern weil sie es tatsächlich übers Herz gebracht haben. Ach, was sag ich da? So widerliche Schweine haben kein Herz. Ihren eigenen Sohn im Darknet pädophilen Missbrauchstätern anzubieten. Und das über Jahre. Und ich muss ehrlich sagen, da kocht in mir alles. Ich bin selbst Vater von zwei Kindern. Und ja, ich kann die... Was? Ich muss dann nochmal gucken. Was? Da kocht in mir alles hoch. Ich bin ja selbst Vater von zwei Kindern. Und... Ist das ernst? Hat der Typ zwei Kinder? What the fuck? Das habe ich noch nie gehört. Ich verfolge den jetzt schon seit Jahren und ich habe nicht einmal mitbekommen, dass der Vater ist. Ich weiß, dass der verheiratet ist, aber ich weiß nicht, dass der Kinder hat. Und dann noch gleich zwei? Holy shit, ey. Das wusste ich auch nicht. Ich frage mich gerade, ob das ein Witz ist, ob der das irgendwie auf keine Ahnung, seine Katzen oder Hunde bezieht oder ob der wirklich Daddy ist. Geil. Le Floyd, der Daddy. Krass, ey. Hätte ich nie gedacht. Der hat doch keine Zeit für seine Kinder. Also ganz ehrlich, so viel wie der arbeitet, hat er doch nie Zeit für irgendwas anderes außer Arbeit. Wie kann denn dann der noch zwei Kinder haben? Krass. Ja, das wusste ich. Ja, tja, Privatleben hält er heimlich. Ja, das ist so.
Definitiv, aber er hat ja kürzlich auch gerade mal, ich glaube in einem Livestream war das, gesagt, dass er keine Zeit hat, dass sein Leben effektiv nur daraus besteht, aus dem, was er hier auf YouTube und auf Twitch macht. Und dass er teilweise, weil er so wenig Freizeit hat, die Livestreams, die Gaming-Livestreams, auch als seine Freizeit betrachtet. Ich meine, der geht ja morgens ins Büro und kommt nachts irgendwann mal nach Hause. Wie kann der zwei Kinder haben? Das finde ich voll krass, ey. Und ja, ich kann die Todesstrafe natürlich nicht gutheißen, auf keinen Fall. Aber ich sag mal, in den schlimmsten Knast der Welt werfen und sie dann in die Gruppendusche sperren, wo ihnen dann zufällig wiederum von einer Gruppe von 20 verkappten Homosexuellen aus der arischen Bruderschaft, die alle mindestens 2,30 Meter groß sind, ganz zufällig die Seife runterfällt. Oder vielleicht auch Schlimmeres passiert. Naja, ich sag mal so, ich könnte nichts Schlechtes dran finden bei solchen Menschen. Aber ich höre euch schon schimpfen. Nein, ihr habt ja recht. Wir leben in einem Rechtsstaat. Und der beschließt dann halt vor Gericht, dass der betreffende Lebensgefährte der Frau erstmal 10 Jahre in den Knast kommt und anschließend sicherheitsverwahrt wird. Das heißt, nach dieser Knastzeit kommt er wenigstens auch erstmal nicht mehr frei. Es ist ja schon mal ein Anfang. Das Urteil der Mutter steht noch raus. Die beiden stehen ebenfalls im Verdacht, noch ein 3-jähriges Mädchen misshandelt zu haben und sollen jetzt 42.500 Euro Schmerzensgeld... Nur viel zu wenig. Viel zu wenig. Das gehört so richtig brutal abgestraft, finde ich. Ganz ehrlich. Die müssen... Also für mich gehören die in eine psychische Anstalt, die keine... die einfach nichts erlaubt und dann alles, was sie irgendwie verdienen, angespart haben, wird einfach abgedrückt. Ganz ehrlich, das ist unter aller Sau, das finde ich echt übel. Maki, er hat seine Frau, die kümmert sich dann um die Kinder. Also bei mir gibt es sowas nicht, wenn ich, ja, aber deswegen bin ich ja auch nicht verheiratet und habe keine Kinder. Also bei mir wäre es eher umgekehrt. Der Mann kann sich dann um die Kinder kümmern. Das fände ich fair. Und da denke ich mir ganz ehrlich, das ist doch ein fucking Hohn. Das ist ganz ehrlich, was ist das für eine Summe? Ein Kind wird über Jahre lang an fremde, erwachsene Widerlinge verkauft und irgendwer rechnet 42.500 Euro aus. So jemand gehört unterstützt und supportet und zwar auch von staatlicher Seite bis zum geht nicht mehr, bis er in der Lage ist, ein halbwegs normales Leben zu führen. Römer ist da! Hallo, Römer! Alles klar bei dir? Nimm Klass Zweifel fallen lassen, finde ich okay für die. Ja, auch, ja. Boah, Leute, es tut mir voll leid. Ich habe da... Ich habe irgendwie heute früh... Ich hab vergessen, meine Haare zu kämmen. Au, und jetzt... Jetzt sammeln sich hier ganz viele tote Haare bei mir an. Das ist echt widerlich. Ich hasse tote Haare. Ich muss die ganz kurz aus dem Fenster werfen. Oh Gott, ich finde das so ekelhaft. Tote Haare. Bin gleich wieder da. Oh, und ich muss auch aufs Klo. Ja, warte, Römer ist ja jetzt da. Oh, und ein Co-3-Titär. Wie spricht man das aus? Kötter? Ich weiß es nicht. Was 42k ist ein Witz. Ich muss alleine 10k bezahlen für ein illegales Straßenrennen. Was ist das Straßenrennen wert? Also diese 10.000, das ist ja ultra viel eigentlich. Und machst du das jetzt noch weiter oder hast du das aufgehört? Maki, cool, du bist Moderatorin bei eSports. Ja, eSports.ch, das ist mein Job. Ach Gott, ich komme gleich wieder. Ich muss meine Haare wegwerfen, das ist eklig. Oh Gott. Die Vögel werden sich freuen, um ihre Nester zu bauen. gut, wo waren wir? Was, bei welchem Spiel? Ich moderiere kein Spiel, sondern ich mache eine News-Show. Wir können uns dann gerne noch angucken, wie das ausschaut. Im Moment haben wir gerade Betriebsferien, aber wir können uns ganz kurz in die letzte Sendung reinklicken. Wir können uns die Outtakes anschauen, die sind auch lustig. wir machen eine News-Show, das heißt also, dass ich auch eigentlich alle E-Sports-Titel abdecke, die es wo es halt in der Schweiz liegen und Cups und Turniere und so gibt. Wie war das Essen gestern? Ah, war richtig nice, Alter, richtig nice. Du kennst ja die Denise und den Stefan, von dem her, du weißt, dass sie gutes Essen machen. Was kommt auch auf deinem Stream, E-Sport? Ich weiß es noch nicht, ehrlich gesagt. Also, ich werde sicher ab und zu auch mal gamen. Klar, das gehört zu meinem Leben dazu. Ich werde sicher Gaming-Streams machen. Wir haben auch eigentlich unseren eigenen E-Sports-Twitch-Channel.
da wollen wir auch künftig, habe ich mal gehört, mehr in Content machen. Aber, also E-Sports bei mir selber, könnte ich mir noch überlegen, ob da was kommt. Also ich werde sicher, wenn wir dann auf dem E-Sports-Channel irgendwie was machen, werde ich das hosten oder so. Aber bei mir selber E-Sports könnte ich mir eigentlich echt noch überlegen. Ja, das überlege ich mir. Ist eine gute Idee. Danke dafür. Ja, Kötter, ich weiß nicht, ob man das richtig ausspricht. Meint, ja schon, sicher fahre ich weiter. Alles andere wäre ja langweilig. Okay, ja gut. Ich hoffe einfach, dass du dabei keine Menschen verletzt hast. Der Rest ist mir egal. Und Battle King meint, Ei mit Speck. Wie kommst du jetzt auf Ei mit Speck? Ich finde das toll. Ich mag Eier mit Speck. Und Römer, habe noch nie bei ihnen gegessen. Das steht noch aus. Stimmt, aber hä, die haben dich doch ungefähr vor einem Jahr oder so eingeladen. Mann, ey, du musst denen mal schreiben. Die laden dich schon ein. Und nicht mit 42.500 Euro abgespeist, ganz ehrlich. Ich hoffe, da stecken tatsächlich noch mehr Bemühungen dahinter, das Erlebte irgendwie aufzuarbeiten, die liebevollste Pflegefamilie der Welt zu finden und dann eben ein halbwegs normales Leben zu ermöglichen und aufzubauen. Mich interessiert bei solch krassen Dingern, die ich in meinem Kopf echt eigentlich nicht verarbeitet kriege, eure Meinung. Ist so ein Strafmaß von 10 Jahren plus Sicherheitsverwahrung, ist das angemessen? Diese 42.500 Euro, können Sie sich das in die Haare schmieren oder sagt ihr, ja, ist wenigstens ein Anfang. Eure Meinung. Stell dir mal vor, ey, wie die Kinder drunter leiden. Die sind, ganz ehrlich, die sind zerstört für den Rest ihres Lebens. Und dann einfach nur so 10 Jahre, das ist doch irgendwie unverhältnismäßig, finde ich. Das finde ich voll krass. Du hast mindestens ein, also das, in ihrem Fall war es, glaube ich, 2 Leben zerstört. 2 ganze Leben. Das sind 180 Jahre, was weiß ich. Das kannst du doch nicht wieder gut machen, indem du nur 10 Jahre eingeknastet wirst. Echt, ey. Krass. Battle King, du hast dir gerade einen mit Speck gegönnt. Oh, richtig geil. Werde ich gerade ein bisschen neidisch. Römer, ja, haben sie, aber wurde nie fix gemacht und ich möchte mich nicht aufdrängen. Ja gut, das verstehe ich. Aber ich kann sie ja mal drauf ansprechen, dass du mir geschrieben hast, wie es denn so geschmeckt hat, so, ne? Kötter meint, nö, ich hab an sich keine Ahnung, warum die da so eine Aufregung gemacht haben. Das ist eine Umgehungsstraße, die mal angefangen wurde zu bauen, aber nie fertig wurde. Also tote Straße einfach, okay. Ja, allgemeines Gesetz und so halt, ne? Aber, ja, gut. Ich kann dich schon ein bisschen verstehen, dass du dann irgendwie, dass du da mitmachst. Vor allem, ich meine, ist ja schon so ein bisschen, ja, also wie sagt man, der Reiz ist vorhanden, definitiv. Guten Morgen, Nairidi, alles klar bei dir? Schön, dass du auch wieder da bist. Und Pinip ist auch wieder da. Hey, freut mich mega, dass ihr wieder da seid. Nice. Ich hoffe, euch geht's gut. Leute, ich muss jetzt mega dringend auf Klo. Der Kaffee, der zahlt sich aus. Ich bin sofort wieder da. Einen Moment. Yeah. Nah. As you once, as you twice now. There's lipstick on your collar. You say she's just a friend now. Then why don't we call her? So you wanna go on with someone to do all the things you used to do to me? I swear I know you do. You should take me out in your fancy car and make out in the rain. And when I ring you up, don't know where you are till I hear her say your name. You should sing along when you play guitar. That's a distant memory. Hope she treats you better. I'm
Moderatorin bei eSports.ch bin ich nicht selbstständig. Da bin ich angestellt, ja. Da bin ich, da bin ich Teil vom Team. Da bin ich nicht selbstständig. Ich habe eine Firma. Oh, scheiße. Diese Folge heute ist so fucking makaber. Da kann ich YouTube nicht übel nehmen, dass es mir wieder demonetarisieren werden. Da bin ich tatsächlich froh, dass wir uns in der nächsten Story hier in Deutschland aufhalten, wo einfach nur ein fragwürdiger Fauxpas geschehen ist, der jetzt aber, weil nun mal gerade das Sommerloch ist, extrem aufgebauscht wird. Kommen wir mal dazu. Das renommierte ZDF-Heute-Journal hat in einem Sonderbericht über Alleinerziehende und um eben auf deren wirklich schwierige Situation hier in Deutschland hinzuweisen, unter anderem auch die 29-jährige Anke Pühlmann interviewt. Sie haben sie ihre Situation schildern lassen, dass sie ihren ursprünglichen Job als Alleinerziehende dann mit Kind verloren hat. Aufgrund der geänderten finanziellen Situation und zu wenig Unterstützung, Kita-Platz zum Beispiel gab es auch nicht, da musste eine Tagesmutter her, in eine neue Wohnung ziehen musste, neues Umfeld etc. Alles, was irgendwie nervt und kacke ist und was man nicht will. Wie gesagt, in Deutschland als Alleinerziehender ist deine Situation echt für den Arsch. Und man muss auch dazu sagen, dass bereits in diesem Beitrag das Engagement besagter Frau Pühlmann, etwas an genau dieser komplizierten Situation für Alleinerziehende zu ändern, naja, sagen wir mal, der Tonus, der war relativ klar deutlich. Blöderweise, obwohl die Intention wirklich gut bei diesem Beitrag war, hat das ZDF-Heute-Journal allerdings eine Flappe hingelegt und sich einen wirklich einfach redaktionellen Fehler erlaubt, denn Anke Pühl sagt zwar, sie hat aktuell gerade einen neuen Job und ist politisch engagiert, es ist im ganzen Beitrag allerdings nicht deutlich, dass die junge Dame Mitglied bei der FDP ist und nicht nur Mitglied, sondern Kandidatin für die Landtagswahl. Und ihr großer Wahlaufhänger, und jetzt kriegt so ein kleines mieses Geschmäckle, ist ausgerechnet Leben mit Kindern einfacher machen. Jetzt könnte man natürlich sagen, nur weil sie FDP-Landtagswahlkandidatin ist, heißt das ja noch lange nicht, dass sie keine Meinung dazu haben kann und als selbst Betroffene der Situation ist. Echt? Hat's geklingelt? Moment. Dass dieses Wahlmotto natürlich super ist, da kommt nämlich heute auch wieder geeignet. Aber aufgemerkt, man könnte dem ZDF-Heute-Journal natürlich auch vorwerfen, dass es Wahlwerbung betreibt, und zwar ungekennzeichnete Wahlwerbung, mit dem Ziel, die FDP an dieser Stelle zu unterstützen. Beide Beteiligte, sowohl die Redaktion des Heute-Journals als auch diese gute Frau Pühlmann, haben sich bereits entschuldigt, gesagt, das hatte mit Werbung nichts zu tun, das ist redaktionell untergegangen. Echt? Zweimal? Shit, okay, ich komme gleich wieder. Bin gleich wieder da. Einen Moment. Natürlich schon wieder Zalando, was denn sonst? Und vor allem diesmal gleich zwei Pakete. Gott, wenn die Bestellungen auch immer alles so aufteilen und sobald man Schuhe bestellt, kommt das sowieso alles separat. Hey! Muss ich reingucken. Wir gucken, was alles gekommen ist. Muaha, ah, die Schuhe! Yay! Ich habe mir so ugly Sneakers bestellt. So solche Leute, oh Gott, so ultra fette Schuhe, guck mal, die sind aber ultra geil. Ich mag die. Die sind doch cool, oder? Oh, mal schauen. Aber ja, gut, ist ja nicht so, dass es für solche Schuhe theoretisch ein bisschen zu warm ist, aber man muss ja schon für später, für den Herbst und den Winter und so ein bisschen vordenken, nicht wahr?
Und noch den Rest der Klamotten. Ein T-Shirt in Blau. C'est la vie. Ein Rock. Und noch ein Rock. Okay, und noch ein T-Shirt. Oh, das wusste ich gar nicht mehr, dass ich das bestellt habe. The future is now. Ah, okay. Und noch ein Rock für den Herbst und Winter. Na, der ist hoffentlich nicht ganz so klein ausgemessen wie die Rocke gestern. Oh. Ich habe gestern ja auch ein Paket bekommen und habe danach die Röcke anprobiert. Und verdammt, ich hätte am liebsten zwei Größen größer nochmal bestellt. Diese waren so ultra klein ausgemessen. Ich habe die Dinger nicht über meinen Arsch bekommen. Aber ja, es war mir dann auch egal. Wo war ich stehen geblieben? Ja, schon wieder, Zalando, natürlich, was denn sonst? Es war aber tatsächlich so, dass ich im Dezember, ich hatte einen Advent, also so jeden Tag habe ich etwas, also habe ich irgendwas verlost gehabt und ich habe da wirklich über mehrere Wochen hinweg wirklich ständig irgendwelche Pakete bekommen und der Postbote, der hat mich schon so gut gekannt. Es war so lustig. Jedes Mal, schon wieder ein Paket für dich. Ja, so, ja, ich weiß, ich kriege im Moment noch mehr Pakete. Kann sich schon freuen. So, Zalando krank, muss ich die Jungs mit der weißen Zeissjacke holen. Nee, ich habe einfach nach einer sehr langen Zeit mal wieder eine ziemlich große Bestellung gemacht. Und da kommt halt alles so so miteinander halt plötzlich und in mehreren Boxen. Naja, was soll's. Habe ich gestern auch bekommen. Was, auch die Schuhe? Nee, das Paket. Und war für dich was dabei, was du anziehen konntest? Ich tue mir so Schuhe nicht an. Lieber Converse. Ich habe auch ein paar Converse. Drei Paar sogar. Die sind super cool. Gut, ich muss aber auch sagen, ich habe 4,5 Jahre neben meinem Studium in einem Schuhladen gearbeitet und ich hatte während dieser Zeit, ich glaube, etwa 90 Paar Schuhe, wenn nicht sogar mehr. Yes. Naja. Was? Hast du ein Popo wie ein Pferd? Schon ein bisschen, ja. Weißt du, Frauen mit Popo wie ein Pferd, die reiten besser. Tut mir leid. Sie verlost die Röcke. Nee, mache ich nicht. Und dass der Beitrag in keinster Weise werbisch war. Ein bisschen komisch ist es halt trotzdem. Ne? So wie die Faust aufs Auge bei dem Thema. Was meint ihr? Ist ja eine spannende Frage. Windet man sich hier raus? Wird hier in den freien Wahlkampf eingegriffen? Und zwar von staatlicher, von öffentlich-rechtlicher Seite aus? Oder sagt ihr, ey, nee, komm. Und da bin ich persönlich an der Stelle mal ganz ruhig. Redaktionelle Fehler können passieren. Volle Absicht oder doch unabsichtlich? Was meint ihr? Schreibt es mal in die Comments. In meinem Keller sind einfach fucking 45 Grad oder so. Nichtsdestotrotz, eine Story haben wir noch. Daumen hoch für Durchhaltevermögen im Rekordsommer. Ja, und? Dann erinnere ich euch eben dran, dass man den Daumen hoch klicken kann. Nein, Spaß beiseite. Vielen fetten Dank für euren Support. Und nochmal, einfach weil ich sie nochmal erwähnen möchte, vielen fetten Dank und Hut ab an die ganzen neuen Kanalmitglieder. Schön, dass ihr an Bord seid. Willkommen in der Familie. Aber nichtsdestotrotz, der Kreis schließt sich. Wir müssen nochmal in die USA schauen. Denn dort hat sich jetzt was zugetragen, was wie ein schlechter Scherz in einem ganz makaberen schwarzer Humor-Filmsequenz vorkommt. Keine Ahnung. Pass auf, folgende Situation. Mehrere Polizeibeamte stehen vor einem Typen, der ein Messer hat. Damit wild rumfuchtelt und nicht mehr ganz knusper wirkt. Das Problem ist, zwischen diese Fronten gerät eine Dame, die dann letztendlich von dem Messerangreifer als Geisel genommen wird. Hätte die Polizei bis dahin schon reagieren können oder müssen? Ja, wahrscheinlich. Und auch hier gilt ja neutralisieren, also Schuss aufs Bein oder was weiß ich. Sind ja Ami-Cops, die schießen halt 20 Mal, irgendeiner trifft schon einen Fuß. Problem ist aber, genau das ist nicht passiert. Und dann kam es zu einer Situation, die Polizisten und Soldaten kennen und die zum Schlimmsten gehört, was in einem Einsatz passieren kann. Unkoordiniertes Rumballern. Ein Schuss eines Officers löste sich, woraufhin sämtliche Polizisten vor Ort anfingen zu schießen, mehrere Schüsse abgaben und ja, den Geiselnehmer somit erschossen. Das Problem, genauso oft wie ihn, haben sie die Geisel getroffen. Damit ist das absolut obsolet. Statt eine Person angeschossen oder lebendig festzunehmen, haben sie zwei Personen erschossen? Das
ist nicht nur ein Riesenfail. Das zeigt vor allem auch wieder, dass die Ausbildung der US-Polizisten, die zum Teil maximal, zum Teil nicht in jedem Bundesstaat, 18 Monate dauert, absolut untauglich ist. Sie lernen nicht, wie man Situationen deeskaliert. Sie greifen viel zu schnell zur Waffe und sie sind gefangen in einem System, wo sie befürchten müssen, dass jeder eine Schusswaffe hat, der ihnen gegenübersteht, weshalb das eine zum anderen führt. Ach, das ist wieder so ein Ding, wo wir wirklich froh sein können, dass wir hier in good old Germany unterwegs sind und leben. Von mir war es das für heute. Ich sag mal, genießt das schöne Wetter. Aktuell sind sich ja alle einig, der... Krass, ey. Es ist so echt too much. Manchmal gibt es echt dumme Menschen auf dem Planeten. Echt, ey. Warum hat er das schon? Ich will das angucken. Ich will das angucken. Und schau, gratis Necessaire, dann kauft ihr jetzt nicht mehr. Nein, merci, was? Kein gratis Necessaire, das ist schon in Ordnung. Danke vielmals. Pinip hat bekommen eine geile Lederjacke. Cool. Ich mag Lederjacken. Vor allem, weil man die kann man so einmal in seinem Leben kaufen und die hat man für den Rest des Lebens. Die halten einfach immer. Und je älter die sind, desto geiler sehen die dann auch aus. Okay, ich will jetzt gucken. Warum hat er das schon vor allem? Das ist doch noch gar nicht draußen. Ich dachte, es kommt erst irgendwie im November raus oder so. Schmatz, hello, wie geht's dir? Alles gut? So, jetzt gucken wir uns jetzt an. Muss ich jetzt eigentlich dafür meine neue Hose anziehen? Wo ist sie denn? Ah, die ist wieder eingepackt. Ich habe nämlich... Guck mal. Ich kann dir nicht hier zeigen. Instagram. Wo habe ich das gepostet? Ich glaube hier. Oh. Was schön. Da, guck mal. Die Hose habe ich mir gegönnt. Und die sieht doch aus, als wäre ich irgendwie ein Pokémon-Trainer oder so. Fand ich voll cool. Ja. Weg. ja. So, das gucken wir uns an. Das will ich angucken. Was ist Clickbait? Von dem Video? Die Enttäuschung? Echt? Ist das nur Clickbait? Ich dachte, der macht jetzt echt so ein mega Review drüber. Ja, will das auch. Ich will es auch haben. Spielt ihr auch noch Pokémon Go? Ich suchte das im Moment gerade wieder mega hart, ey. Ich finde das so cool. Wieder. Vor allem jetzt, wo es mit den neuen Funktionen macht das ultra. Warum mache ich jetzt Pokémon Go auf? Ich bin so doof, ey. Ich finde das mega cool. Es macht so Spaß. Du hast einen neuen Follower. Nicht mehr bekommen. Shit. Also ich sehe nichts. Der letzte, der mich gefollowt hat, war Monkey. Steht hier. Jamal. Was erzählst du mir für einen Quatsch, ne? Ja, Monkey war der Letzte. Sagt mir zumindest mein OBS. Also Streamlabs. Was Pokémon so ein Kinderkram? Das irrt mich persönlich an. Boah, I don't know. Ich find's cool. Aber eben, jedem das Seine, ne? Da ist jeder selber dafür zuständig, was er gerne mag und was nicht. Was schreib mal deine Nummer zum Adden. Nur ganz wenige auserlesene Menschen dürfen mein Trainer-Code haben. Ich überlege mir das noch. Vielleicht mache ich das mal. Ich muss überlegen. Ich muss darüber nachdenken. Vielleicht, ich halte euch auf dem Laufenden. Pokémon Go meint immer, ich bin zu schnell. Bist du wahrscheinlich auch mit dem Auto. Aber ich fahre viel Bus und der meint auch immer so, bist du Mitfahrer? Also bist du schnell unterwegs? Und so, ja, ich bin Mitfahrer. Also du meinst, es ödet dich an, aber du hast trotzdem Pokémon Go. Alles klar. Auf Insta. Ach so, das meinst du. Ja, da kriege ich ständig neue Follower. Deswegen habe ich schon gar nicht mehr reagiert drauf. Ach so, ja, ups. Instagram wurde beendet. App ist abgestürzt. Sie stürzt im Moment sowieso die ganze Zeit ab. Sorry, Error. Jamal. My brain ist schon wieder. Excel, not working. Ja, ihr wisst, was ich meine.
Pokémon Go ist eigentlich cool, aber für das müsste man raus. Darum ist das nicht so mein Ding. Also ganz ehrlich, ich habe eine Zeit lang, hatte ich ein Fake GPS, eine App runtergeladen und da bin ich wirklich durch San Francisco gelatscht, durch New York gelatscht, nach Australien, nach Sydney, nach Paris, nach London. Und da kannst du wirklich rumlatschen. Das ist wie ein Spiel. Also halt, da kannst du so auf dem Bett liegen und kannst so steuern, wo du hinlaufen willst. Und dann kannst du wieder ein Pokémon anfangen. Voll geil. Da musst du nicht mal raus dafür. Aber ich glaube, das funktioniert mittlerweile nicht mehr. Ich weiß es nicht. Hast Pokémon... musst das Tram nehmen. Also musst, ja, das nehme ich auch. Das ist auch viel zu schnell. Ich habe nur Taubsis gefunden. Was? Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Es gibt doch so viele verschiedene Pokémon mittlerweile. Vor allem, es gibt ja, wir sind ja jetzt irgendwie in der dritten Generation schon. Da gibt es ja so viele, kann ich mir fast nicht vorstellen, dass du nur Taubsi findest. Die Trams in Ben haben die perfekte Geschwindigkeit. Ja, nicht immer. Nicht immer. Aber oft, das stimmt, da hast du recht. Das wird mir selten angezeigt bei den Trams. Hatte ich auch, aber bekam ein Softbahn. Echt? Scheiße, das ist natürlich dann dumm. Das ist mir zum Glück nicht passiert. Kennt ihr das? Ihr verfolgt ein Franchise über viele Jahre, holt euch immer wieder die neuesten Spiele und interessiert euch für die Serie. Was hat denn der für eine Stimme, Mann? Das ist ja nicht zum Aushalten. Ihr als Erwachsener noch genauso wie als Kind, doch dann bemerkt ihr, wie ihr altert. Und alles um euch herum sich entwickelt, ihr euch entwickelt, doch das Franchise bleibt gleich. Genau dieses Problem habe ich mit Pokémon. Pokémon ist ein sehr interessantes Spiele-Franchise, während so ziemlich alle anderen sehr erfolgreiche Spieleserien irgendwie eine gewisse... Also Link, aber das Spiel ist Zelda! ...die Transformation im Laufe ihrer Zeit vollzogen haben, um relevant und modern zu bleiben, hat Pokémon sich hingegen kaum verändert, seit der ersten Generation. Es wäre natürlich unfair, das zu behaupten, ohne in Betracht zu ziehen, dass die Serie durchaus viele neue Feature über die letzten 20 Jahre hinzugefügt hat. Aber was ich besonders meine ist, dass das absolute Kernprinzip und die Kernstruktur von Pokémon sich nicht im geringsten gewandelt oder angepasst hat. Pokémon fühlt sich bis heute an wie ein Gameboy-Spiel und das ist spürbar. Dafür, dass Game Freak so Ja, aber ist das schlecht? Also, es ist doch ein bisschen Nostalgie-Feeling, so finde ich, oder? Erfolgreich mit der Serie ist, habe ich lange Zeit nicht das Gefühl, dass sie auch nur im Ansatz versuchen, den Qualitätsstandard der Serie anzuheben. Natürlich war lange Zeit die Hardware das Problem und die Limitationen, die Game Freak hatte. Dude, never change a running system, okay? Wenn es mal funktioniert, warum sollte man was ändern? Nee, aber die haben ja jetzt mit Pokémon Let's Go haben wir ja jetzt mega auf die Community gehört und mega viele Sachen angepasst. Das ist doch voll geil. Das ist für viele Generationen der Fall und ich kann bisher auch fast alles ziemlich gut nachvollziehen. Auch wenn wir erst in der 5. Gen animierte Sprites hatten, so hatte ich zumindest den Eindruck, eine gewisse technische Entwicklung zu sehen. Die Technik und die Präsentation ist natürlich nicht zwingend das Wichtigste, wenn das Spiel halt wenigstens trotzdem Spaß macht. Das ist mir durchaus klar. Jedoch finde ich, zeigt ein Spur in der Darstellung, zumindest, dass der Entwickler nicht faul auf dem Erfolg sitzen bleibt und daran arbeitet, sich zu verbessern. Und das zeigte Game Freak auch vom Sprung zum 3DS. X und Y und besonders Sun und Moon sind bei weitem nicht die hübschesten Spiele auf dem System, aber durchaus ansehnlich und eben eine positive Entwicklung. Jedoch ist die Präsentation und eher schleichende Entwicklung in dem Bereich nicht das Schlimmste. Viel eher liegt das Problem an der gesamten Formel von Pokémon. Game Freak lässt das Spiel vielleicht hübscher aussehen, aber es wirkt immer noch, als wäre es ein Gameboy-Spiel. Wir haben immer noch eine Vogelperspektive und die Map sowie das Movement erfolgt über ein Grid. Dabei gibt es absolut keinen Grund dafür. Es trägt nicht zum Gameplay bei, sondern fühlt sich eher furchtbar veraltet an. Und das ist auch nur die Spitze der Probleme, die diese Formel mit sich trägt. Es wirkt nämlich so, als hätte Game Freak Angst davor, die Formel auch nur in irgendeiner Form zu verändern. Daher tun sie so, als würden sie was verändern, ohne überhaupt was zu ändern. Verwirrt? Kein Problem, ich versuch's zu erklären.
Die Spiele wirken, wie gesagt, von ihrem Movement immer noch so, als wäre es ein Spiel auf dem Game Boy, auch wenn es komplett anders aussieht. Wir hatten zwar in Alola keine Arena-Leiter, aber wir hatten dennoch die exakt selbe Prämisse eines bösen Teams, welches gestoppt werden muss, während du in der jeweiligen Region bestimmte Checkpoints abklapperst und die Prüfungen dahinter bestehst, welche mit einem Kampf enden, der dein Können unter Beweis stellen soll. Ja, aber das ist doch bei jedem Spiel so, nicht nur bei Pokémon. Das ist immer so. Das ist doch das Grundprinzip von einem Spiel. Du hast einen Bösen, den du bekämpfen musst. Und nebenbei musst du Sachen erledigen. Das ist der Grundbaukern eines Games. Fortnox, meine Grafik ist doch so egal. Eigentlich guck dir die Tetris an. Funktioniert immer noch. Ja, ist echt so. Und Schwarz, ich glaube, dass die Probleme wo keine sind. Ja, aber echt, ey. Gut, ich meine, ich kann schon verstehen, wenn er irgendwie denkt so, ja, die hauen immer ein neues Spiel raus und eigentlich ist nichts neu. Also eigentlich so wie bei FIFA, könnte man meinen. Aber die ändern ja auch viele Kleinigkeiten. Und Pokémon, also Game Freak, die ändern auch viele Kleinigkeiten. Also ich weiß nicht. Und ich meine, solange es funktioniert, ist doch eigentlich gar nicht so schlecht. Sprich, im Prinzip sind die Inselprüfungen getarnte Arenen. Tut nicht so, als wäre es nicht so. Auch wenn es minimal anders ist. Es ist immer noch eine Arena. Nur nicht so gut. Also im Prinzip haben sie es auch schlechter gemacht. Was ist los mit euch, Game Freak? Und am Ende gibt es immer noch einen Showdown mit dem bösen Team, bevor du noch Champion wirst und das Spiel abschließt. Selbst VMs sind eigentlich noch vorhanden, nur sind es keine Attacken mehr, die einem Pokémon beigebracht werden, sondern einfach direkt ein Pokémon selbst, welches man komischerweise nicht für den Kampf verwenden kann und das Ganze wirkt irgendwie ein bisschen seltsam auf mich. Aber hey, immerhin braucht man keinen VM-Sklaven mehr. Also kaum hat sich mal was geändert, ist es auch nicht gut. So kommt es mir ungefähr vor. Also er will Änderungen, aber wenn sich dann mal was ändert und anders ist, dann ist es auch nicht gut. Sag ich ja, Clickbait. Ja, nee, offenbar ist es für ihn ja echt eine Enttäuschung. Also von dem her ist es ja nicht mal Clickbait. Naja, was soll's. Ist immerhin etwas. Diese Formel hat sich nicht wirklich geändert. Das Gameplay jedoch hat sich erweitert. Und das hat bis zu einem gewissen Grad gut funktioniert. Game Freak hat seit der ersten Gen immer wieder Dinge hinzugefügt, um Probleme der vorherigen Generation zu fixen. Beispielsweise neue Typen, Breeding, Items, Aufteilung der Attacken in physisch und speziell, was meine Lieblingsveränderung ist, da das jetzt nicht mehr abhängig vom Typ ist. Doch auch wenn vieles das Gameplay gefixt hat, fühlt es sich mittlerweile so an, als wüsste Game Freak nicht mehr wirklich weiter und versucht nur noch Dinge reinzuschmeißen, um es fresh zu halten. Man könnte es mit einer Decke vergleichen, die grundsolide ist, aber etwas löchrig. Über die Zeit stopfst du die Löcher, aber dann gibt es neue Löcher, welche du weiterflickst und weiter und weiter. Irgendwann ist die Decke eigentlich nicht mehr vorhanden, sondern nur noch ein Haufen von Flicken. Und ungefähr so fühlt sich Sun and Moon an. Sie Attacken wirken wie so ein verzweifelter Versuch, um irgendwie frisch zu bleiben, bieten jedoch nichts Neues und sind einfach nur viel zu starke Attacken. Im Gegensatz zu Mega-Entwicklungen, welche... Ich frage mich gerade, wie alt der ist, weil mein allererstes Game war Pokémon Stadium. Auf der N64. Auf der Nintendo 64. Und da konnte man noch... Also du konntest nicht wirklich viel machen da drin. Das Lustigste am ganzen Spiel waren tatsächlich die kleinen Nebenspiele. Aber die Arena an sich war Bullshit, weil du konntest dir ein Team aus allen Pokémon aus der ersten Generation zusammenstellen. Natürlich hast du dann Arctos, Zapdos und so weiter. Zapdos, ja, du hast einfach die ultrastarken Glurak und so weiter. Pokémon hast du natürlich für dein Team ausgewählt. Und das gegnerische, computergesteuerte Team hatte so Bisasam, Sams und vielleicht ab und zu mal so ein Taubsi. Also, ihr seht, ne? Man hat die ultra starken Teams für sich ausgewählt, aber man musste dann, oder man durfte, gegen ein Team antreten, was so die Schwächsten von allen Pokémon hatte. Das war so dumm. Das macht so null Sinn einfach. Naja, und das ist eigentlich das, was er jetzt denkt, was schlechter geworden ist. Dabei, ja, egal. Man kann eine solide Decke Löcher haben. Haha, dieser Vergleich. Tja.
Ja, die Minigames waren echt aber, das stimmt. Ich mochte das Kuchen aufpicken mit dem, wie hieß der noch? Fleckmund, nee, nicht Fleckmund, Schlurp war das. Und das Rennen, das fand ich auch immer voll cool. Eine meiner Art Signature-Pokémon-Gaben konnte man mit den Siesteinen einfach sein komplettes Team vollhauen und hatte dadurch immer ein Ass im Ärmel. Darüber hinaus waren Herrscher-Pokémon keine Herausforderung, sondern einfach nur unfair overpowered. Dein ganz billiger Werteboost vorlag und das Herrscher-Pokémon sich noch zusätzlich Unterstützung rufen konnte. Das war nicht schwer, sondern versetzt den Spieler in eine Lage, in welcher er deutlich im Nachteil ist und unter Umständen... Das nennt sich Herausforderung, Alter! ...sein ganzes Team daran verballert. Hier liegt keine große Strategie vor. Altbeard! Guten Morgen! Du bist zu spät. Nee, wir haben das Video noch nicht geguckt, aber nach diesem Video, also ungefähr in 10 Minuten, wollte ich das sowieso anschauen. Das heißt, du kommst gerade rechtzeitig. Yay! Sondern einfach nur überlegende Werte. Hinzu kommt, dass Game Freak das Spiel immer weiter casual-freundlich macht. Wobei Pokémon nie casual-unfreundlich war. Das resultierte in einem furchtbaren Handholding, viele langweiligen Dialoge, die einem eine Menge belangloses Zeug erzählten, welches mindestens 10-mal wiederholt wird, und eine Schwierigkeitskurve, die noch lächerlicher ist als die aus X und Y. Der Game Freak mit der Einführung des EP-Teilers für die komplette Gruppe nicht im Ansatz in der Lage war, das Spiel damit vernünftig zu balancen. Etwas, womit sie schon immer strugglen. Da es öfter plötzliche Levelsprünge gab, die stumpfes Grinding förderte, oder es gab Stellen, an denen man komplett überlevelt war und absolut nichts tun musste. Dies findet man häufig bei den Rüpeln der bösen Teams, die wirklich viel zu schwache Pokémon haben, während die Bosse dann plötzlich mit fast einem Sprung von 10 Leveln um die Ecke kommen. Und man plötzlich wieder... Nennt sich ja auch Boss. Es muss ja auch schwieriger sein. Das ist eigentlich so sein Hauptproblem, ich verstehe das nicht so ganz. Er mag einfach das Spiel nicht. Grinden darf. Der EP-Teiler ist also wirklich ein lachhafter Versuch, dieses Problem zu fixen. X und Y waren lächerlich leicht, weil man überlevelt war. Und Sun and Moon hatte schlicht und ergreifend unfair starke Pokémon, um das eben auszuhebeln. Seht ihr, was ich mit Flicken von Problemen meine? Okay, fairerweise muss man sagen, dass die Top 4 in Sun and Moon wirklich gut waren. Auch wenn man hier wieder ungefähr 10 Level unter ihnen lag, was nur dafür sorgte, dass man wieder grinden darf. Yay! Mit untersuche ich nicht nur die Schuld bei Game Freak selber, sondern auch bei einer guten Ecke der Spielerschaft, welche es Game Freak nicht leicht macht. War doch klar, dass jetzt auch noch Werbung kommt. Hallo! Ich habe auf dich gewartet. Schön. Nein, nein, du kennst mich nicht. Aber okay, tschüss. Überhaupt Dinge zu verändern. Ein gutes Beispiel wäre da die 5. Gen, welche eine Art Soft-Reboot darstellte und viele Dinge noch einmal ausbesserte. Viele Leute jedoch zu der Zeit... Hi, Eyebeard. Ja, ich habe sehr gut geschlafen, danke. Etwas kurz. Ich hatte eine Nachtschicht, ich habe noch etwas geschlafen. Ach so, ja... Gut, kein Wunder, bist du erst jetzt da. Das verstehe ich. Absolut. Und Schmerz meint, wenn der Typ alles an Pokémon nicht mag, aber wirklich gar nichts, wieso macht man dann ein Video drüber? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Vielleicht in der Hoffnung, dass er dadurch viral geht? I don't know. Ich meine, für Klicks und Fame macht man so einiges. Lehnten dieses Spiel ab und manche halten diese Generation bis heute für eine der schlechtesten. Die Argumente, die mir dort meistens entgegengekommen sind, sind zwei Pokémon-Designs, die scheinbar die gesamte Generation repräsentieren. Und zwar Unratütox und Gelatini. Denn wie wir wissen, hatten andere Pokémon-Generationen keine unkreativen und schlechten Designs und schon gar nicht Gen 1. Das Game Freak daher... Das stimmt wiederum. Da muss ich ihm zustimmen. Wenn ich heute so gucke, wie die Pokémon teilweise aussehen, ich weiß schon, allein Gelatini. Was ist das? Das stimmt, aber es hat auch sau schwer, immer neue Monster zu erfinden. So, ne? Naja. Habt ihr eine PN geschrieben? Okay, gucke ich mir gleich an. Wer vorsichtiger ist, Dinge zu riskieren, ist also in dem Grad sogar recht verständlich. Auch wenn ich die letzten Jahre immer mehr Positives zur 5. Gen höre, was mich tatsächlich ganz glücklich macht. Game Freaks Angst macht es daher trotzdem aber nicht besser, sondern nur noch schlimmer. Während ich finde, dass Pokémon Schwarz und Weiß sowie Schwarz und Weiß 2 der Höhepunkt des Franchises war, mit den meisten guten Ideen und Änderungen, wie zum Beispiel einem Hard Mode, welcher nie wieder auftaucht, so finde ich, dass sie mit Sun and Moon das absolute Gegenteil erreicht haben und der Tiefpunkt nun ist
Pokémon Let's Go. Wartet, bevor ihr mir nun sagt, dass Pokémon Let's Go nicht zählt, weil es ein Spin-off ist, hört mir bitte erstmal zu, okay? Danke. Erstens. Ich hab's gerade so keinen Bock mehr, dem Video noch weiter zuzuhören irgendwie. Oh, ich meine, wie viele Negativität kann man da noch reinpacken in dieses Video? Aber egal. Ja, okay, stimmt. Shame ist alles. Ja, ich schwöre, ich bin dieses Jahr nicht auf der Gamescom, ne? Aber nächstes Jahr, 2019, werde ich auf der Gamescom sein. Und bis da bin ich Fame Money, yo. Ich hab's in den letzten 6 Jahren nicht geschafft. Nee. Ich hoffe, dass ich nächstes Jahr wieder auf die Gamescom kann. Das wäre schon cool. Möchte ich unbedingt machen. Dieses Jahr geht nicht, weil ich im Urlaub bin mit meiner Mama. Worauf ich mich schon mega freue. Aber vielleicht, ja, nächstes Jahr möchte ich dann wieder. I will. Bei mir hört Pokémon mit Rubin und Saphir auf. Ja, eben. Irgendwann wächst, also, ja, ist man halt auch aus dem... Ist man jemals aus dem Alter raus, wo man Pokémon mag? Ich weiß es nicht. Warum hast du nicht weitergespielt? Sag mal. Pokémon Let's Go ist, auch wenn Nintendo das selber staten sollte, wo ich tatsächlich kein offizielles Statement gefunden habe, nicht wirklich ein Spin-Off. Und ich erkläre sofort warum. Und zweitens, auch wenn es nun voll und ganz ein Spin-Off sein sollte, rechtfertigt und entschuldigt das nicht im Ansatz die Kritik, die ich bereits im Vorfeld an dem Spiel habe. Und zusätzlich, warum ich besorgt bin über die Richtung, die Game Freak eventuell einschlagen könnte. Ich muss sagen... Ich habe gerade gelesen, das sieht voll süß aus, das Let's Go von Schmaß. Ja, finde ich eben auch. Das hat, gerade jetzt hier sieht man das gut. Das hat so diese Let's Go, diese Pokémon Go Grafik und ich finde das ultra schön. Ich habe auch schon einen Trailer von Let's Go gesehen und ich muss sagen, das, also die Machart finde ich der Hammer. Hat mir ultra gut gefallen. Das sieht aber, man niemals ist mal zu alt für Pokémon. Das ist leider echt so. So, als erstes nun. Pokémon Let's Go ist von allem, was man bisher gesehen hat, praktisch Pokémon auf der Switch. Und basically ein Pokémon Gelb Remake. Aber halt mit komplett anderen Charakteren. Der wirklich einzig große Unterschied ist die Pokémon Go Integration. Und eben die Art, mit denen man Pokémon fängt. Die haben noch ganz Kanto nachgebaut, ey. Das finde ich voll krass. Zu den neuen Editionen habe ich keinen Kindheitsbezug mehr. Ach so, ja, das stimmt halt. Das ist der Grund, warum ich Pokémon Go so ultra gefeiert habe. Weil da eben die ganzen ersten Generations-Pokémon wieder mit dabei waren. Und das fand ich halt voll cool. Das ist auch der Grund, warum ich mir das hier ganz bestimmt holen werde. Im Pokémon Go-Stil. Das macht es nicht wirklich zu einem klassischen Spin-Off, da wir hier immer noch die exakt selbe Formel haben und kaum verändertes Gameplay. Eigentlich ist ein Spin-Off eher ein Spiel, welches nichts mit der Hauptserie zu tun hat und in der Regel ein komplett anderes Genre angehört. Wie Mario Kart zum Beispiel. Oder wenn wir bei Pokémon bleiben, Pokémon Ranger oder Pokémon Mystery Dungeon. Auch Pokémon Colosseum, welches zwar ähnlich wie die eigentliche Main-Serie ist ein Spin-Off, da es ein kompletter Formelbrecher ist. Pokémon Let's Go ist das nicht wirklich. Pokémon Let's Go ist ein Gelb-Remake und hat Pokémon Go Feature. Man könnte nun sagen, es ist eine Nebenserie und daher vielleicht ein Spin-Off. Das würde ich irgendwie annehmen. Aber können wir bitte auf der Seite bleiben, dass es Pokémon auf der Switch einfach ist? Und nun gehen wir noch einmal komplett durch, was all meine Kritik über die Serie in diesem Video bisher ausgesagt hat. Pokémon auf der Switch ist immer noch ein Gameboy-Spiel mit Grid- und Vogelperspektive. Wir gehen sogar direkt wieder nach Kanto. Es macht ja, keine geil. Anstalten, wirklich modern zu sein. Ist doch egal, das ist eben geil, Mann. Genau das ist geil. Welche Pokémon-Edition hast du? Nicht viele. Es sieht aus wie ein 3DS-Spiel, was einfach wirklich faul ist. Wir haben neue Feature hinzugefügt bekommen. Welche zum Teil nicht wirklich verkehrt sind, aber zum anderen Teil auch nicht wirklich durchdacht wurden und dann nichts anderes reworked wurde, wie... Hat der das Spiel denn überhaupt schon gespielt? Ich kann es mir nicht vorstellen, dass er das Spiel schon gespielt hat, weil dann würde er auch Ingame-Material bringen und nicht nur Trailer-Material. Der nur nach weiteren Flicken ruft, wie zum Beispiel wilde Pokémon, die man nun sehen kann. Das sieht so aus, als hätte jemand einfach Steuerung V über die ganze Map hinweg gedrückt und dann Feierabend gemacht. Jetzt mal ohne Scheiß, schaut euch diese Höhle an. Sagt mir, dass das gut aussieht. Okay, ich verstehe schon, was er meint. Die ist schon ein bisschen lame. Ja, gut, aber was soll's. Ist ein bisschen leer halt. Bitte, bitte sagt mir, dass das in Ordnung ist. Nein, ist es nicht. Nein, ist es nicht. Sorry, das musste sein. Es ist tatsächlich so, ich habe nie viel Pokémon gespielt. Ich hatte,
Ich bin halt mit in der Generation aufgewachsen, wo wir in der 3., 4. Klasse Ultra-Pokémon gehypt haben mit den Karten. Ich hab noch eine Menge Sammelkarten und die hab ich immer noch irgendwo im Keller. Und ich habe eben das Pokémon Stadium, das hat mich so abgeturnt, muss ich ehrlich sagen. Und ich habe ja Ocarina of Time, Zelda, habe ich ultra gefeiert. Und das Game hat mich so dermaßen geflasht, dass ich kein anderes Spiel mehr spielen wollte, weil ich der Meinung war, dass kein anderes Spiel auf dem Planeten auf dieses Level kommt und diesem Spiel das Wasser reichen kann. Und deshalb habe ich etwa 10, 12 Jahre lang nur Zelda Ocarina of Time gespielt. Ja, ich weiß, es ist ultra langweilig, aber was soll's. Ich habe auch lange gebraucht, bis ich überhaupt mal den ersten Dungeon beenden konnte. Ich hatte ultra Angst. Naja, was soll's. Ich war halt noch klein. Und ich bin sehr sensibel und emotional. Nee, ich glaube eben auch nicht Fortnox, dass der das Spiel schon mal gespielt hat. Der verurteilt das Game nur wegen dem Trailer und nur wegen ein paar Bildern, was er so sieht. Ja. Ich habe Stadium geliebt. Echt? Pokémon Stadium? Ich hatte das auf der N64. Ich fand das echt doof. Naja. Ich wollte gerade sagen, der soll es erstmal spielen und dann eine Meinung raushauen. Weil meistens, wenn das ganze Spiel draußen ist, ist es anders, als man denkt. Ja, genau, Schmalz. Danke. Dieser Meinung bin ich auch. Genau das ist es, was ich meine, dass Game Freak manchmal komplett halbherzig versucht, neue Feature einzubauen, welche aber komplett backfiren. Hätten wir eine vernünftige Third-Person-Perspektive und wäre die Map nicht in einem Grid aufgeteilt und dementsprechend noch genauso designt wie alle Teile davor, so könnte man die Pokémon auf eine interessante Art und Weise in die Umgebung einbinden und dadurch mit der nahen Kamera eine Perspektive kreieren, die dazu anregt, im hohen Gras, in welchem wir zum Beispiel dann nichts mehr sehen würden, nach wilden Pokémon zu suchen oder uns von ihnen überraschen zu lassen. Aber nö, die laufen komplett offen rum. Und zu guter Letzt eine starke Neigung zur Casual-Freundlichkeit, die ohnehin schon da war. Dabei finde ich es... Also die Kommentare, die sprechen ja eigentlich alle für sich so. Also die sind ja alle so seiner Meinung. Ne, Platinum, so wie weiß ich, was man absolviert. Okay, da ein bisschen was zu... Ganz ehrlich, mach du es doch besser. Ja, ich freue mich auf dieses Spiel. Und manch andere tun das auch. Ich muss sagen, sogar ich bin gehypt. Und ich bin jetzt nicht mehr der Mega-Pokémon-Fan. Mir ist bisher halt echt nicht aufgefallen, was der neue Titel für ein Trauerspiel ist. Ist es ja auch nicht. Wow, die sind echt voll so auf seiner Seite. Krass. Echt heftig. Was ist das für ein Kerl? Okay. Remake oder Remaster, was ist der Unterschied? Alles andere als perfekt. Also der beleuchtet die negativen Seiten von Games, wenn ich das jetzt so sehe. Alles so geklaut. Ah, wow, warum du das spielen solltest. Wow, okay, was Nettes. Fünf Dinge, womit mich Zelda Breath of the Wild aufgehalten hat. Okay, also auch negativ wahrscheinlich. Aber das ist der da Typ wahrscheinlich, ne? Oh Mann, ey. Ja, finde ich ein bisschen schade so, ne? Wenn man sich so über Games aufregt. Huch! Hey, hui, sein Vater. Vielen Dank für deinen Follow und herzlich willkommen bei mir. Ja, ich muss schon sagen, ich finde es schade, wenn man sich einfach nur negativ aufregt über Spiele, vor allem wenn man sie selber noch nicht gespielt hat. Ich finde, es hat so viele Games mittlerweile, für jeden Geschmack etwas. Das kann man doch echt einfach mal
nicht so negativ sein. Aber ja, was soll's. Was schreibt ihr denn noch so Schönes? Stell dir bestes Pokémon. Nein, Römer. Nein, einfach nein. Millamoon 69. Früher noch Pokémon übers Kabel getradet. Ja, aber echt. Krass, ey. Jamal ist auch da. Pokémon war nie so meine Welt. Ja, eben meine auch nicht so mega. Aber auf das hier freue ich mich. Das Pokémon kann alles andere sein als Casual. Ja, finde ich auch. Was, wer löscht Kommis? Ach so, der Typ. Ja, das könnte auch noch sein. Oder dass irgendwie aus Spam gemeldet werden oder so. Das stimmt natürlich. Da haben die YouTuber immer sehr großen Einfluss drauf. Ah, was ist Iberian? Das war Kolosseum für den Gamecube. Aber Stadium war auch genial. Ich weiß nicht, eben Stadium hat mir nicht gefallen, weil man konnte alles auswählen. Du konntest die härtesten Pokémon für dein Team auswählen. Der Gegner, was ja der Computer war, der hatte so Taubsis und Bisasams und so. Naja. Er ist Schwarzmaler. Definitiv. Definitiv. Schwarz. Er wird wahrscheinlich sagen, darum musst du Dark Souls spielen. Aber es ist trotzdem nicht gut. Ja, wahrscheinlich. Schau mal bei Info. Das sieht ein bisschen zu professionell aus. Bei Info? Mal gucken. Du suchst einen Gaming-Kanal, der keine Let's Plays macht, dann bist du hier genau richtig. Hier auf diesem Kanal findest du Reviews zu aller Art von Spielen. Egal ob Nintendo, Sega, Sony, Indie-Games, hier kann für jeden was dabei sein. Livestream. Twitch, der ist auch hier. Da gamet er trotzdem. Der zockt Pokémon. Okay. Ich weiß gerade nicht mehr, ob ich ihn ernst nehmen kann. Sorry. Ja, gucken wir einfach das Video noch fertig. Na, gucken wir das einfach mal noch zu Ende. Was schreibt ihr noch? Jetzt das Video, das ich dir geschickt habe, wie die Kindheitserinnerung. Ja, gleich. Ja, lol. Ist gar nicht so schlimm, dass man nur die Story zu zweit spielen kann. Das finde ich sogar irgendwie ganz cute. Cool. Besonders eben für Kinder. Ja. Aber auf der anderen Seite müssen Kinder nun wirklich kaum Aufwand aufbringen, Pokémon zu suchen und zu sammeln. Man sieht erstens die Pokémon direkt, die man encountert, was einem die Überraschung nimmt. Und zusätzlich spielt man nur noch das Pokémon Go Minispiel zum Fang von Pokémon, was keine clevere Änderung ist. Durch das stumpfe Fangen der Pokémon levelt man sogar sein komplettes Team auf. Ist doch cool. Also warum überhaupt noch was versuchen? Darüber hinaus kommt das noch mit Abstand schlimmste Feature. Man kann eine Arena nur betreten, wenn man Pokémon bestimmten Typs vorzeigt, die effektiv gegen den Arenaleiter sind. Das ist auf so vielen Ebenen komplett verblödet, zerstört die komplette Freiheit des Teambuildings und setzt auch noch voraus, dass Kinder zu unfähig sind, dies ohne eine Sperre selbst zu bewerkstelligen. Auch wird beispielsweise bei Rocco komplett außer Acht gelassen, dass Kampf-Pokémon ebenfalls effektiv gegen ihn wären. Und selbst wenn man ein Wasser- oder Pflanzen-Pokémon vorzeigt, setzt dies nicht voraus, dass diese auch eine Step-Attacke besitzen. Pokémon Let's Go wirkt wie eine Tech-Demo oder auch ein Proof of Concept. Quasi als wollte man schauen, wie man Pokémon auf der Switch bringen kann. Und hey, die Leute kaufen es sowieso. Normalerweise spiele ich ein Spiel immer, bevor ich wirklich anfange, ein Urteil zu fällen. Aber das, was Pokémon Let's Go bisher ist, ist eine pure Enttäuschung. Da liegt hier eine HD-Konsole vor. Und Game Freak macht zumindest erstmal absolut nichts draus. Pokémon Let's Go zeigt einfach nur, wie sehr die Serie eine Reform in der Formel braucht. Trennt beispielsweise die Competitive-Szene von den Story-Spielen, sodass ihr mehr Freiheit für die Story habt und nicht alles tiptop balanced fürs PvP sein muss. Ich habe das Gefühl, besonders hier bremsen sich beide Seiten komplett aus. Die Singleplayer-Kampagnen machen es den Competitive-Spielern nicht gerade super leicht, ihre Pokémon zu züchten. Und zudem scheint Game Freak gerne immer weniger Endcontent für diese Leute ins Spiel unterzubringen. Aber das finde ich cool. Du siehst ja die Pokémon jetzt bei diesem Spiel, das habe ich schon mitbekommen, im Gras. Normalerweise musstest du ja in der Spirale durchs Gras laufen, wenn du auf ein Pokémon stoßen wolltest und hast dann vielleicht doch irgendeines übersehen. Und hier siehst du gleich, oder noch schlimmer,
Du bist auf 100.000 Taubsies gestoßen und hier kannst du wirklich ausweichen bei denen, wo du nicht hin willst und die du haben bringen. Möchtest. Und für die, die einfach nur die Story genießen wollen, die sind einfach komplett im gleichen Kampfsystem immer noch gefangen. Und Game Freak hat Angst, dort mehr herum zu experimentieren, um eben Competitive-Spieler nicht abzuschrecken. Never change a running system, sag ich doch. Eine einfache Lösung wäre es also, eine Spieleserie rein fürs Competitive-Pokémon zu entwickeln. Egal ob auf der Switch oder sogar auf dem PC. Ähnlich wie Pokémon Showdown. Gebt den Competitive-Spielern regelmäßige Patches und Updates für Balancing und behaltet das Legacy-Kampfsystem. Im Gegenzug könnte Game Freak dann in den ganz normalen Pokémon-Spielen viel mehr neue Dinge versuchen, ohne damit die Competitive-Szene auf den Kopf zu stellen. Beide Seiten könnte man damit womöglich durchaus bedienen. Ich mag die Pokémon-Serie halt wirklich gerne. Wenn die Spiele mir egal wären, würde ich nicht eine solch ausführliche Kritik hier niederschreiben. Ich spiele die Spiele auch heute immer noch als Nuzlocke-Challenges. Aber ganz ehrlich, als ich auch kürzlich ältere Spiele der Serie spielte und das mit Sun and Moon verglichen habe und nun sowas wie Pokémon Let's Go sehe, kann ich nur sagen, dass das Franchise mit seiner Angst, eine wirkliche Veränderung einzugehen, sich einfach nur noch selbst zerstört. Statt interessante und frische Konzepte kommt immer wieder das Gleiche. Schon wieder Kanto, schon wieder die gleichen Gesichter, schon wieder einfach genau die gleiche Formel. Pokémon besitzt das Potenzial, vor allem auf der Switch, eigentlich wirklich was Neues zu versuchen. Okay, jetzt ist eigentlich alles klar. Man musste nur den Schluss abwarten. Eigentlich könnte man von Minute 3 bis hier alles überspringen. Er ist einfach enttäuscht, weil er sich etwas mega cooles, tolles, ultralatives erwünscht hätte, was halt auf der Switch möglich wäre und es nicht bekommt. Gebt uns interessantere... Beziehungsweise er sieht halt Potenzial, das nicht ausgeschöpft wurde. Und das wiederum kann ich schon ein bisschen nachvollziehen. Kampfmechaniken, die nicht nur fürs Competitive Gameplay vorenthalten sind. Gebt uns eine Story, die nicht voll von Dialogen sind, in welchem dich die Charaktere für den letzten Vollidioten halten. Gebt uns eine Welt, die man vernünftig erkunden kann, wo es wieder was Aufregendes ist, ein Pokémon zu finden. Hört einfach auf, uns immer und immer wieder aufs Neue ein Spiel zu verkaufen, welches sich noch fast genauso anfühlt wie vor 20 Jahren. Vielleicht beweist mir ja Game Freak das Gegenteil mit der 8. Generation. Aber mit dem, was sie bis jetzt zeigen, kann man mich dafür verurteilen, dass ich absolut skeptisch bin. Apache 2005, hello! Vielen Dank für deinen Follow, das freut mich sehr. ja, eben, gut. Ich kann so bis jetzt so gegen Schluss konnte ich so ein bisschen nachvollziehen, was er meint, auch mit seiner negativen Kritik, absolut. Ich glaube schon, dass sie noch mehr hätten machen können auf der Switch. Ich meine, guckt euch zum Beispiel Zelda Breath of the Wild an, das ist komplett open. Das ist natürlich richtig cool. Und wenn man natürlich sieht, dass man für Zelda sowas machen kann und dann für Pokémon nicht, also wird es nicht gemacht, das ist schon ein bisschen schade. Das finde ich dann schon auch, dass er ein bisschen recht hat wahrscheinlich, ja. Genau, vor allem, weil er eben gerade so ein Riesenfan ist, dass er da ein bisschen enttäuscht ist. Das kann ich verstehen. Gehst du ins Sonnenstudio? Nein. Nestra? Nö, warum? Bin ich braun? Das liegt daran, dass ich im Urlaub war vor... wann war das? Im Mai? Im Mai war ich eine Woche in Kroatien im Urlaub. Das war nice. Als Pokémon RPG ist für Switch angekündigt für 2019. Nice. Eben, also es gibt immer was Neues. Ich würde es mal behaupten, Pokémon soll auch heute noch eher Kinder ansprechen. Und für das finde ich, es passt total. Ja, genau, Schmerz. Deren Meinung bin ich auch. Weil, klar, Pokémon ist eigentlich ein Kinderspiel, was viele Erwachsene noch spielen, wegen der Nostalgie zu Pokémon. Also... Von dem her, aber eben, eigentlich im Grunde bleibt es ein Kinderspiel. Und den wollen ja mit den Spielen auch die Kinder ansprechen, hauptsächlich. Ja, von dem her finde ich auch, das ist absolut in Ordnung, Schmerz, so wie die das machen. Ja, Römer ist überall. Das ist so. Römer ist überall, wo er sein kann. Ja, und iBeard, jetzt ist deine Zeit gekommen. Wir gucken uns jetzt dein Video an, was du mir geschickt hast. Mal gucken. Was das so ist, so, ne? Zwei, drei, 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 dr
всего лишь скелеты. Я хочу. Oh, voll gedisst, Alter. Krass. Ja. Das kann nicht gut kommen. Ich wusste es. Vor allem, man fixiert sich ja dann so darauf, die Finger nicht zu treffen, dass man sie eben dann doch nicht treffen kann. Oh. Oh mein Gott. Cool. Oh mein Gott. Ich muss jetzt nochmal gucken, was war das? Ist der Löffel zerbrochen? Scheiße, Mann. Krass, ey. Oh, wie süß. Hey, low budget, aber ultra nice gemacht, ey. Auf die Idee musst du ja auch erstmal kommen. Mega schlau. Krass, ultra gut. Он запоминает последние действия, что вы делали крайний раз. Сейчас покажу. О, фальшер модус. Шит, Entschuldigung. Der ist nicht für die Öffentlichkeit gedacht. Okay. Yeah.
Black. We need a queen to find a way. No the way, no the way, no the way, no the way. Oh nein! Ja, das kenne ich. Das ist richtig geil. Excuse me, sit down, you weren't called. Sit down. Sit down. Sit down. Go ahead. Excuse me, sit down, you weren't called. Sit down. Sit down. Nice. Das schaut schon sexy aus, ne? Das war ultra süß. Habt ihr die riesen Augen gesehen? So, ah, geh nicht näher. Mela Moon, dich habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen, hätte ich fast gesagt, ne? Also, ich weiß ja mal, gestern war das, glaube ich, oder? Nee, warst du heute? Doch, du warst heute schon da, sorry. Da kriegt man so Lust, so... Boing, 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 boing. Geht das euch auch gerade so? Ich meine, guckt euch das mal an. Da hat man doch mega Lust so. Ne? Ne? Also ich bin eine Frau, das sagt das. Also ihr dürft mir zustimmen. Gut, ja, wisst ihr was? Wir gucken einfach weiter. Das ist lustig. Schon sehr alt. Klassiker. Was schreibt ihr so? Was the Prodigy? Geil, habe ich auch live gesehen. Nice. Ja, ich habe echt gesehen, dass da noch tausende Videos davon gibt. Can I intro you to Jesus? Nein, aber herzlich willkommen. Und danke dir für deinen Follow. Ja, ich habe gesehen, dass es noch tausende Videos von dem gibt. Mega krass, ey. Moin, moin, Treffnix, hallo, alles gut bei dir? Moin kannst du ja nicht mehr wirklich sagen, das ist ja schon bis Mittag, ey. Boing. Wie geil! Nice. Es lässt gehen. 100 Pro, ey. Oh, shit. Geil. Ultra cool, ey. Wow, nice. Oh, dude. Do you think this coffee is strong? Das ist voll creepy, ey. Oh Gott. Ja klar, ich schau deinen Stream, bin ja gerade erst aufgestanden. Du bist erst gerade aufgestanden. Und mein Wecker hat Also es spielt keine Rolle, weil ich wurde schon vorher wach, weil die vor meinem Fenster Rasen gemäht haben. Vor 8 Uhr. Wer tut sowas? Fand ich voll fies. Juan, was tut denn bei Memes? Du kannst mir leider keine Dingsens. Du kannst mir nur. Eigentlich solltest du mir YouTube-Videos schicken können. Vielleicht muss ich da noch mal über die Bücher. Vielleicht habe ich den Link falsch geschrieben. Aber mach mir eine Flüsternachricht, dann gucke ich dein Video an. Oh mein Gott, wie schön. Ich liebe so Snowboard-Videos. Ja, finde ich auch richtig nice, ey.
Viel Spaß noch! Ja, wer tut sowas? Leute, die arbeiten da, aber doch nicht vor 8 Uhr. Ab 8 Uhr ist es okay, aber nicht vor 8 Uhr. Die haben schon um 7:30 oder so angefangen. Das finde ich nicht in Ordnung. Ich habe um 10:30 aufgewacht. Jo, nice. Oder Rentner. Ja, Rentner machen sowas auch. Übrigens habe ich gerade gesehen, werde ich auch von Pete89 und Coladra gehostet. Ich denke mal, das ist ein Autohost, was ich natürlich mega cool finde. Oder auch nicht. I don't know. Auf jeden Fall, Dankeschön. Finde ich voll geil. I like. Finde ich voll nett von euch. Und wir, wir haben noch ein neues Video bekommen. Das müssen wir uns dann nachher auch gleich noch anschauen. Hallo Russland! Good morning, Russia! How are you today? Cool. Da denke ich mir immer, ich will sowas auch können. Und dann... Nee, klappt nicht. Einfach nein. Oh, was war das? Das war ja mal richtig geil. Und das erinnert mich daran, dass ich ja heute meine 300 Wörter in einer Minute Rap Challenge drehen muss. Oh mein Gott. Ich werde es tatsächlich tun. Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert. In so einem Fall sage ich immer, okay, ich warte eine Stunde, aber die Stunde verrechne ich denen. Wird auch mein Geld verdienen. Ja, das, ja. Fände ich fair, muss ich sagen, als direkt Betroffene. Nee. Cool. No he did. They didn't do it again. What? Why you shit on these niggas 2 times, Dr. Dre? Oh, for sure. No. You smell that? Fies. Oh, fuck you. Ragged boy. Hallo, Auto. Tschüss, Auto. Oh, nein. Voll der Arschloch-Hamster, der Weiße, ey. Oh, nein. Fresh. Geil, ey. Richtig geil. Aber warum sie solche Sachen reinpacken, verstehe ich nicht. Ist das irgendwie lustig? Nee, also weg damit. Männerquote, ja, sorry, aber die Männer gucken sich das eher an, also so eine Fail-Compilation, als Frauen, seien wir mal ehrlich. Also die gucken sich das eher an. Quotenfrauen sind die Quotenfrauen. Das sind Quotenfrauen. Ich glaube eben nicht. Not bad. Was denn jetzt? Schon fertig? Lustig.
Wir haben noch ein Video bekommen. Ein Pokémon-Video! Let's go! Gucken wir uns das mal an. Ha, ha, ha. Oh mein Gott, da! Pokémon Stadium, die Minigames. Oh ja, in dem war ich sau gut. Da war ich richtig gut. Ich habe immer ersten Platz gemacht. Immer. Wer kennt das noch, Mann? Oh Gott. So geil, ey. Das ist kein Porno-Leisten. Oh Gott, oh Gott. Ja, natürlich. Player wins. Always wins. Oh mein Gott, Nostalgie pur, Leute. Pur. Oh mein Gott, sehr geil. Lea, aber echt, ey. Das ist so gut. Sau dumm eigentlich. Was man da machen muss. Aber Leute, das war irgendwie 1998, ne? Für damals war das ultra die Leistung. Was man so in einem Spiel programmieren konnte. Gott, kriegt das lange, ey. Aber eigentlich mega das gute Gedächtnistraining. Wenn man sich so überlegt. Oh nein. Dude. Ach, noch eins. Okay, das kippe ich jetzt, ey. Das ist echt too much, ey. So. Natürlich. Wer hätte das gedacht? Oh mein Gott, wie gut, ey. Ja! Rennen! 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 Das war cool, das habe ich auch geil gespielt. Oh nein, das Gelbe. Mit diesen Quietschgeräuschen. Ich weiß nicht mal mehr, ob ich Pokémon Stadium noch habe. Das ist bestimmt irgendwo in einer Kiste. Weil die N64, die habe ich ja noch. Die steht da hinten. Och nee, das fand ich so doof. Ich weiß nicht, ich habe die nie gemocht irgendwie. Ich fand das so einschläfernd. Wer hätte denn das gedacht? Da, da, da. War die Musik so. Das Schlupp-Essens-Minigame fand ich am besten. Ja, das fand ich auch ultra geil. Das habe ich auch mega geil liebt. Das kommt bestimmt auch noch. Ja. Wow. GG. Was für eine Leistung. Das geht ja der Reihe nach, Mensch. Ja, 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 genau. Oh Gott, Erinnerungen, sie kommen. Das geht ja schnell, ey. Das Saft
Popcorn-Game war auch so nice. Brühl, hallo Brühl. Ich weiß nicht. Daran kann ich mich, glaube ich, nicht mehr erinnern, muss ich sagen. Ja, 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 Schlupp. Oh, Schlupp. Nimm das Sushi, los. Was machst du? Los, iss das Sushi. Ja. Oh, ich habe auch Hunger auf Sushi. Ich will auch Sushi haben. Ja, stimmt, ein paar waren ja auch noch giftig und so, ne? Krass, ey. Sushi! Ja, Sushi! Das war so lustig. Aber sieht nicht gut für ihn aus, ne? Für unseren Spieler 1. Oder? Doch. Nee, nee, nee. Er holt auf, er holt auf. Du schaffst das. Go, Schlurp. Du schaffst es. Lass dich einfach nicht vergiften. Ja doch, hat es doch noch geschafft am Ende. Oh Mann, ey. Scharfes Wasabi. Ach, war das das, was einen vergiftet hat? Ich weiß es nicht mehr. Play a different game. Whoop, whoop. Da, 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 da. Ach. Ich glaube, da war ich richtig schlecht in dem Spiel. Da war ich so richtig, richtig schlecht. Ich weiß es nicht mehr, aber ich glaube. Ja, ungefähr so. So habe ich auch gespielt. Nicht so. So habe ich gespielt. Ja. Mein Ending war schon damals beschissen. Joystick war so eine Sache. Ja. War echt nicht einfach. Ich muss ehrlich gesagt auch sagen, ich habe nie verstanden, wie die Leute das bei Zelda Ocarina of Time geschafft haben, diese eine Pfeilbogen-Challenge zu machen, während man auf dem Pferd sitzt, irgendwo entlang reitet und dann auch noch was treffen muss. Und das habe ich nie verstanden, wie die das geschafft haben. Das war mir ein Rätsel. Das, weil ich war so schlecht. Coladra, hey Steffi, wann zockst du wieder mal was? Gestern zum Beispiel habe ich gezockt. Am Nachmittag. Ja, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, wann ich das nächste Mal zocken werde. Ah, das war das. Ach so. Ja, das war ja ultra easy, ey. Das war so einfach. Du musstest einfach immer auf den Schatten gucken. Und wenn er bei dir, also wenn er so bei deinem Schatten ankam, musstest du dich verhärten. Ein Gerudo-Tal. Ja, genau, das meine ich. Ja, das war hardcore. Das war übelst schwer. Ich habe das nie geschafft. Coladra, was spielst du denn im Moment denn so? Bist du, also bist für BFA wieder am Start? Schon wieder BFA. Warte, was ist das nochmal? Shit. Helf mir nochmal kurz auf die Sprünge. Was ist BFA? Sandan! Ja, Sandan! Das war eins meiner absoluten Lieblings-Pokémon. Ich habe es so cool gefunden. Ich finde es immer noch cool. Ach so, Battle of Azeroth. Okay. So geil, ey. Nee, ich habe ja aufgehört, WoW zu zocken. Was ich im Moment spiele, Heroes of the Storm spiele ich ab und zu. Ich möchte aber demnächst Life is Strange spielen. Das ist so das nächste, was bei mir auf dem Programm steht. Life is Strange und dann noch ein paar andere so Minigames. Also Mini ist es ja nicht, aber halt so ein paar Singleplayer möchte ich spielen. Aber das ist im Moment bei mir auf dem ersten Platz, das Life is Strange. Das werde ich als nächstes spielen. Ich weiß aber noch nicht genau, also doch, ich weiß eigentlich schon ziemlich genau, wann ich gamen möchte, also Game Streams machen möchte,
weil ich eben, ich habe einen Plan gemacht. Ich habe mir tatsächlich einen Redaktionsplan gemacht, wann ich welchen Stream mache. Und bis jetzt schaut es so aus, dass ich wahrscheinlich immer Mittwoch und Freitag Vormittag, also morgens, so einen Live-Reaction-Stream machen möchte. Und dann Dienstag und Donnerstag abends ist dann Zocktag, sage ich jetzt mal. Das ist so für die erste Zeit, um mich ein bisschen einzugewöhnen. Und danach wird das Ganze noch ein bisschen intensiviert. Mal gucken, wie oft ich halt dann dazukomme. So, ne? Ja, also ich habe Pläne. Ich habe Pläne. Gucken wir uns auch ein paar von diesen Videos an. Ach so, die nutzen die nur für die Thumbnails. Alles klar. Und dann müssen die natürlich auch reinbringen. Jetzt ist alles klar. Gut, gucken wir uns das an. Das ist nämlich süß. So, das nehme ich jetzt mit. Kiss me. Good. Was, Collatra? Als ich circa Level 500 erreicht habe, musste ich aufhören mit Hots, weil ich einfach viel zu salty wurde. Yep, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich bin tatsächlich jetzt auch schon sehr salty unterwegs und ich bin irgendwie bei Level 170 nicht mal, glaube ich. Nee, noch lange nicht, oder? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich habe auch kein hohes Level, aber ich bin jetzt schon ziemlich salty, weil ich einfach nicht verstehe. Gut, ich spiele auch nur Quick Match, weil ich ich finde irgendwie bei den Unranked oder Ranked, da muss ich da so lange warten, das kotzt mich an. Und bei den Quick Matches sind dann halt Leute dabei, die geben einen Fick auf alle anderen Teamspieler und die machen halt einfach, worauf die gerade Lust haben. Kannst ja LOL spielen zur Ablenkung. Genau. Da ist halt die Community überhaupt nicht salty, ne? Wie fies. Boah, geil. Wie lange die geübt haben, ey, dafür? Oh mein Gott, das tut mir. Stop it! Stop it! Ah. Ist das ein fliegender Penis? Das ist ein fliegender Penis! Du bist durchgefallen, Katze! Durchgefallen! Oh Mann, ey. Kadra, ich spiele normalerweise auch... Was? Hon? Hon, Hon, Hon. Hon, 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 Hon. Weiß ich nicht. Was auch ein tolles MOBA ist. Aber naja, in Hots kann man halt absolut gar nichts alleine machen. Ja, aber deswegen finde ich Hots eigentlich so geil. Ne? Genau deswegen. Weil es eben ein Teamspiel ist. Of Nevert kenne ich gar nicht. Oh nein! Das ist Sound der Police. Okay. Are you from Russia? Da komme ich gerade Lust, irgendwie einen Let's Dance zu machen oder so. Sure. No, no, I'm from England, America. Who's your president? Michael Jordan. We can have a lot of fun. I'm a man. No way. So geil. Ein Just Dance Stream machen. Hätte ich doch bloß nichts gesagt. Aua. Ja, so ging es mir auch gerade. Fucking hell, man.
fucking move, you fat dick! Move! Ich sag's schon, er wird sauer. Oh nee, das ist fies. Nee, nicht plus eins. Nee, geht weg. Geht weg. Geil. Geil, geil. Could you pay me in advance? Da, da. Fresh? Was? Geht das? Nee. Not so good. Do you hear that? Oh nein! Wie fies! What the fuck? Nein, wait, what? Ja, aber echt. Shit, ey. Was tut sie? Also, ganz ehrlich, wenn meine Küchengeräte solche Geräusche machen würden, ich würde sie aus dem Fenster schmeißen. Ich hätte so Angst, dass das Teil explodiert, ey. Spielst du Hotz auch mit Kollegen mit Stream, Steffi? Ja, 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 mach. Also, ich habe gerade letztes Wochenende habe ich zusammen mit mit Dave und... Wer war noch dabei? Halt meine E-Sports-Jungs. Mit, oh ja, und Jonas war mal kurz noch dabei. Und noch ein paar andere, die Hotz gespielt haben. Ich glaube, Manga? Kann das sein? Manga war, glaube ich, dabei. Genau. Wir spielen ab und zu zusammen. Ja, von dem her war cool. Ich habe nur gute Ideen. Naja, Römer, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war. Ich habe keinen Chess Dance zu Hause. Zum Glück nicht. Gott, ey. Gesundheit! 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 Neues Goal eröffnen. Ein Geldpool für Just Dance. Wisst ihr, Leute? Emotion Crab! Vielen Dank für deinen Follow. Das freut mich mega. Steffi wieder. Ich kann nicht tanzen. Mimi. ICB. Weiß, dass das nicht stimmt. Nee, ihr müsst mir dafür nicht spenden, weil ich mache kurz ein WhatsApp an Nintendo und dann kriege ich das auch so. Denke ich mal. Aber ja, ich bin ja seit irgendwie 3 Jahren Nintendo-Partner. Von dem her ist das wäre kein Thema. Aber ich will nicht Just Dance machen. Ich kann das nicht. Aber ich glaube, es wäre schon lustig. Vielleicht soll ich das echt mal machen. So zusammen mit Freunden. Ich glaube, ich muss Kitschwitch anschreiben. Kitschwitch! Wenn du das hörst! Lass zusammen Just Dance machen, okay? Das nächste Spiel suchst du aus, okay? Darf auch Mario Kart sein. Scheiße, Mann. Römer, wieso machst du sowas?
Ach so, treff nix. Ja, so. Danke, Römer. Like a boss. Oh, yes, I keep the bank. Oha. Like a boss. Das ist mal ein Satz. Full Body Einsatz, Leute. So, so geht das Leben. Hier kommen die Erzähler. Haben die Lyrical Gangster. Pick up the Kumi in the area. Still loving like that. Hey, dude, are you aware that there's a truck on a truck on a truck on a truck on another truck? When you're a truck, you're crazy. What? Oh nein! So geht's mir dann bei Just Dance. Denke ich mal. Oh, scheiße. Colladra, ja, das wäre eine tolle Idee. Lass immer mal wieder jemanden ein für den Stream und misst dich dann mit anderen Streamern in Just Dance. Ja gut, ciao erstmal. Ja, hallo, hallo. Was mit den 3 Mädels ist auch gut. Okay. Das Problem ist nur, das, was du hinter mir siehst, ist meine komplette Wohnung. Ach ja, da auf dieser Seite hast du auch noch was. Aber ich kann niemanden zu mir nach Hause einladen. Shit happens. Und ich könnte nicht mal alleine hier Just Dance spielen. Ich müsste alles... Doch, es ginge. Es ginge. Doch, doch, das wäre kein Problem. Alleine geht, aber zu zweit... Scheiße, ging es auch noch. Cool. It's my life and it's das ist ultra anstrengend, Leute. Das habe ich auch mal probiert. Also meine Mutter konnte das. Und also fragt mich nicht, warum sie das konnte. Sie war jetzt nicht Russin oder so. Und das ist ultra anstrengend, Leute. Ah, wenn wir schon beim Tanzen sind, könnt ihr den Floss. Ich weiß nicht, aber niemand kann den Floss. Ich frage mich, warum nicht. Das ist so einfach. Kannst ja im Studio in Zürich. In welchem Studio? Bei uns? Bei E-Sports? Nee. Nee. Was ist das? Der Floss? Der Floss, das ist ein Fortnite-Tanz. Ja, das ist, ich zeig's euch. Ich hab nur auf den Moment gewartet, ne? Der Floss, das ist so... Das ist dieser Tanz, so den da. Das geht nur so, sonst passiert gar nichts. Ja, das ist der Floss. Der Fortnite-Tanz. So. Ich habe jetzt das erste Mal live vor der Kamera den Floss getanzt. Nein, der Floss ist null einfach. Das ist Mindblow pur. Was? Nein! So ein Quatsch. Das ist so easy. Ich habe schon 4 Jahre Breakdance gemacht, aber nie davon gehört. Lol. Das ist auch nicht, das hat nichts mit Breakdance zu tun. Kann man machen. Nein. Benimm dich, Peter. Heute nicht. Alter. Doch, ich krieg den einfach nicht hin. Hä, warum? Das ist doch voll einfach. Wollen wir zusammen den Floss üben? Hä? Sag mal, Schmerz. Wollen wir zusammen... Diese Tänze sind auch kein Breakdance. Ja, überhaupt nicht. Eben, Schmerz. Wollen wir zusammen den Floss üben? Sag mal. Do you want to...
go for a walk. Oh Gott. Geil! Ich wollte so ein Teil immer haben, als ich klein war. Низ, кис, кис, давай вверх, давай вниз, под наш трек, шевелись. Neues YouTube-Video, Floss-Tutorial. Ich glaube, davon gibt es schon tausende. Ich denke nicht, dass das notwendig ist. Schwarz, ja, absolut. Das nächste Mal, wenn ich dich sehe, frage ich dich nach der Floss. Machen wir. Da bomba prickalis, ey. What the fuck? Are now tuned in to 66.6 KILL Radio. I'm Hero Fest! Yo! Spooky, scary skeletons and shivers down your spine. So was möchte ich eben auch gerne können. Kann ich aber nicht. Das finde ich voll geil. Shrieking skulls will shock your soul and seal your doom tonight. Spooky, scary skeletons. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Alter Schwede. Ja, Glennan. Auf dich lachen. Brennt. Aber das ist doch nicht echt, oder? Ist das echt? Also wenn das echt ist, finde ich das echt krass, Mann. Ja, das Shuffeln! Ja, ich weiß, dass das eine Übungssache ist, aber trotzdem. Man muss üben. And his name is John C. Geil. Voll geil gemacht, ey. Das sieht ultra gut aus. Cool. Also, ich muss sagen, ich finde diese, also das Pinip, ich glaube, das kam von dir, oder? Ich finde diese Videoreihe voll cool, weil sie mega abwechslungsreich ist. Halt nicht nur Fails, sondern halt auch wirklich richtig geile Shots reinbringt. Finde ich voll cool. Gucken wir uns gleich das nächste an. Wobei, es ist schon 12. Fuck. Okay, noch 10 Minuten und dann ist fertig. Ah, ja, stimmt. Eyebeard. Entschuldigung, es tut mir so leid. Natürlich, das war von dir. Stimmt. I'm so sorry. Was? Ja, kann ich schon mal. Okay, ja. Tut mir leid, Eyebeard. Ich bedanke mich tausendmal bei dir für diese sehr lustige Videoreihe. Ich gucke die mir sehr gerne an. Das ist echt mega cool. Und vor allem eben, sie hat auch Ingame-Sachen. Das finde ich so cool. Forever! Uh-oh. Where is he looking at, Goose? What? For your last 10 transactions, please press 1.
like a boss. Oh yes, geil. Ja, aber echt so. Black Sorcery! Das kann nicht sein. Hä, wie kann jemand einen so perfekten Kreis zeichnen? Wie geht das? Das geht doch nicht. Niemand kriegt das hin. Echt nicht. Collatra, wann bist du wieder on? Warte, ich guck nach, wann ich das eingeplant habe. Wo sind wir? Da. Erster Mittwoch wieder, so wie es ausschaut. Ja, vorher komme ich nicht dazu wahrscheinlich. Jawohl, Montag, Dienstag sind es unsere... Ah, nee, Dienstagabend ist Gaming angesagt. Also laut meinem Redaktionsplan, falls ich das einhalten kann. Aber so ist der Plan. Dienstagabend. So. Wie nennt man einen schwarzen Magier? Necromancer. Okay. Hello, Darkness, my old friend. I'm sorry. I am the one, the way your son don't need a gun to get respect up on the street. Listen, it's what you hear it, listen. It's what you hear it, listen. X go, give it to you. Fuck way for you to get it on your own. X go the geil. No way. Der hat die Katze abgefuckt. What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor? Lying in the morning. Hey, hey. It's geil. Oh nein. Oh nein. Server sind down. Was? Echt? Krass. Das habe ich auch noch nie erlebt, dass die down sind. Übel. Und hallo, by the way. Collatra, ab dem Dienstag ist BFA draußen. Dann habe ich keine Zeit mehr. Oh no. Scheiße. Ja, es kommt drauf an, ein bisschen, was für Wetter ist am Wochenende. Wenn schön Wetter ist, werde ich... Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich kann es nicht sagen. Vielleicht werde ich auch am Wochenende mal streamen. So. Es ist halt... ich kann nicht sehr, sehr, sehr viel planen, aber ja, es ist halt, ihr kriegt ja, glaube ich, Benachrichtigungen, wenn ich online bin oder so. Oder könnt das zumindest so einstellen. Und ja, wenn ich dann live bin, kriegt ihr Benachrichtigung. Anders geht's halt fast nicht. Sorry. In der Tank ist Dover Clean. Dragonborn. Sowas finde ich halt richtig cool, ey. Nice. Was, morgen Abend kommen die Sternschnuppen, einen ganzen Schauer? Echt? Samstagabend? Shit, da bin ich in der Bar. Da habe ich schon was vor. Ist ja mega cool, ey. Ah, nee, Wochenende, genau. Wir sind wieder in den Sinn gekommen. Also, ich habe es gesehen in meinem Kalender. Am Wochenende bin ich in Zürich, weil wir da Jungbulanz drehen. Das heißt, ich kann gar nicht streamen groß. Vielleicht Sonntagabend oder so. Ja, aber nichts geplant ist auf jeden Fall.
die süß. Tricked! Yeah. Sorry. Ob das bei Babys auch klappt? Ja, scheiß Leben, ne? Debated! Ja, das kennen wir auch schon, das ist lustig. Cool. Oh shit. So. Oh, come on. Freunde, das hat mega Spaß gemacht wieder heute. Oh Gott, so gut. Ich liebe diese Streams, das macht so Spaß. Was, das ist Fake? Safe Call. Was ist Fake? Was war Fake? Das mit dem Eishockey-Dingens? Hey, also wenn man so guckt, ne, die Thumbnails hier, da könnte man ja mal meinen, was ich für Videos schaue. Echt, das ist so was da und da und da, ne? So, was gucke ich mir bloß für Videos an? So halb Softporn oder so. Was läuft hier, ey? Sie darf nicht gehen. Los, Leute, Zeit schon. Sie darf nicht gehen. Tut mir leid, aber ich sterbe gleich vor Hunger. Und wenn ich nicht gehe, dann klappe ich hier noch zusammen. Ich habe noch ein Video bekommen, aber das gucken wir uns ein andermal an. Tut mir so sorry leid. Aber es hat ultra Spaß gemacht. Ich freue mich schon richtig mega. Hey, ich streame jetzt seit 3 Stunden, Mann. Ich mache das auch fertig. Nee, ich freue mich schon. Ich habe ja für Dienstag als nächstes Gaming eingeplant. Ab 19 Uhr, 7 Uhr abends. Vielleicht guckt ja der eine oder andere dort vorbei. Ich denke mal, ich werde damit Life is Strange anfangen. Ja, mal gucken. Und ja. Und sonst ein Reaction-Video immer Mittwoch, Freitag. Von 9 Uhr bis 12 Uhr, so, wenn ich es mal aussprechen kann. Also, ja, falls ihr einschalten möchtet, ich mache irgendwann mal ein Schedule oder so. Es hat mich auf jeden Fall mega gefreut, dass ihr dabei wart wieder. Und ja, ich werde das dann auch nochmal recappen lassen. Also wundert euch nicht, falls ich doch noch weiter streame. Bye, bye, lasst es dir schmecken. Danke gleichfalls. Ich wünsche euch allen einen guten Appetit. Was? Ripperoni. Also wünsche ich dir noch ein schönes Wochenende. Danke, das wünsche ich dir auch. Und ja, lasst euch, also fühlt euch geknuddelt. Ja, genießt die Sonne, solange es nicht regnet. Ja, jetzt scheint sie wieder. Vorhin war es bewölkt, aber solange es so heiß ist, ne? Ja, tschö mit Ö. Wünsche ich euch auch. Und man sieht sich. Genießt es und bis dann. Ciao.